dass es viel, viel schwieriger geworden ist, Leute dazu zu bewegen, einmal kurz zu halten und mit einem zu reden, weil so viele Leute so geschädigt von diesen Fundraising-Maßnahmen sind. Die Idee ist, dass reinigt so gesehen das Vermögen von der Sünde und gibt es damit frei zur eigennützigen, gesegneten Nutzung. Die Menschen, die nicht für die Probleme und das Elend auf dieser Welt verantwortlich sind, werden von denen, die von dem Elend profitieren, dazu angewiesen, die finanzielle Bürde für eine Milderung dieser Zustände zu tragen. Da habe ich den furchtbarsten Obstsalat aus einer Dose meines Lebens gegessen. Da war ich ein Wochenende schon krank. Danke, Arbeiterwohlfahrt, dafür. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Wessen Weg in eine deutsche Fußgängerzone führt, wird ohne Böses zu ahnen beim Schlendern wie einst Reisende durch dunkle Wälder von Wegelagerern aufgehalten. Aus dem Hände hoch, gepaart mit gezogener Pistole, wurde zwar ein Hey, kann ich dich kurz was fragen? Unterstrichen mit einem übereifrigen Winken, aber das Ziel bleibt das gleiche. Dein Geld. Doch diesmal soll das Geld nicht in die Taschen eines hoffentlich sozialen Banditen fließen, um für Speis und Tränke in der nächsten Schenke auf den Kopf gehauen zu werden, sondern in die Hände von Organisationen gelangen, die es für einen guten Zweck einsetzen. Ein Zweck, der so verschieden sein kann wie die Welt, die er besser machen soll. Von der Obdachlosenhilfe, deren Dringlichkeit einem 2 Meter weiter vor Augen geführt wird, zu weit entfernten Schicksalen von Oppositionellen auf der anderen Seite der Erdkugel. Oder edler Raubtiere in den immer engeren Weiten der Wildnis. Für jeden Spender findet sich so ein Zweck, für den er sein Geld lassen kann. Und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit erhoffen die Menschen sich gerade in den dunklen Jahreszeiten etwas Erlösung vom Weltschmerz und der Schuld, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, durch die milde Gabe an die Wohltäter der Welt. Doch diese Wohltäter sehen nicht mehr aus wie früher. Aus reich behangenen religiösen Predigern der Armut und Almosen wurden Finanzgurus und Tech-Milliardäre mitsamt missionierenden Jüngern, die sich dem Ende des Elends der Welt verschreiben und statt spontaner und bedingungsloser Nächstenliebe auf effektive, quantifizierbare Wohltätigkeit setzen. Und auch die ganz großen Organisationen wie Greenpeace gleichen heute mehr internationalen Konzernen als aktivistischen Netzwerken. Wie steht es also um Charity? Wieso sind gerade die reichen Profiteure des Elends auf der Welt, jene, die jetzt die Armen dazu anweisen, Geld für die Ärmsten zu spenden? Und was hat das mit ihrer neuen Ethik des effektiven Altruismus auf sich? Warum werden diese Änderungen genau wie das Wachsen von Ehrenamt und Wohltätigkeit vom Staat begrüßt? Wie reagieren Unternehmen mit Konzepten wie CSR und ethischen Produkten auf ihre neue soziale Rolle? Und was hat das alles auch mit der Politik des World Economic Forum zu tun? Warum muss um Spenden konkurriert werden? Und natürlich, wie sollte die Spendenkultur aus revolutionärer Perspektive generell bewertet werden? Handelt es sich hier nur um Passivität, die Menschen vom Handeln gegen das Elend abhält, oder um ein erstes Stück gelebte Solidarität? Sprechen wir also heute in unserer 114. Folge über Charity und Spendenkultur. Und ich finde, das ist auch ein wirklich sehr, sehr passendes Thema als erste Folge des Jahres, weil wir sitzen ja hier heute in unserem neuen Studio, was durch eure Spenden ermöglicht wurde. Und da kann man dann ja von Anfang an sehen, dass Charity, revolutionäre Charity, auch was Gutes bewegen kann. Das bringt uns auch gleich zu ein paar einleitenden, lockeren Fragen. Und zwar, wie sieht das denn aus? Haben wir schon mal gespendet? Spenden wir aktiv, vielleicht sogar regelmäßig an etwas? Wie ist es bei dir, Joshua? Bist du so jemand, der ordentlich in den Geldbeutel greift, um anderen zu helfen? Jetzt irgendwie dauerhaft? Nein. Also ich glaube, ich hatte nie irgendwie eine dauerhafte Mitgliedschaft oder Patenschaft für irgendeine wohltätige Organisation gemacht. Also ich habe mich auch nie von diesen schon angesprochenen Wegelagerern in den deutschen Innenstädten bequatschen lassen. Das hat dir gefallen, endlich mal den Frust auf dir rauszulassen, ne? Ja, er hasst die so, diese Leute, ist so geil. Ja, wir werden ja nochmal drüber sprechen, also auch was das für mich selber im Aktivismus schon für negative Folgen hatte, dass es diesen großen Trend mit diesem Face-to-Face-Fundraising jetzt gibt und dass ich auch selber schon dafür gehalten wurde. Ja, da werden wir noch gleich drüber sprechen. Nee, aber ansonsten, das Einzige, was ich eigentlich so mache, ist dieses auf der Straße irgendwie mal was geben, wenn man gefragt wird. Sonst habe ich mal so aktiv in der Situation was gespendet. Also als beispielsweise die türkischen Angriffe und auch der Kampf gegen den Islamischen Staat von Rojava in Syrien war, solche Sachen, oder für Palästina beispielsweise. Aber bin jetzt kein großer Spender. Wie ist es denn bei dir? Ja, ich bin auch tatsächlich kein großer Spender. Ich finde auch so Spenden auf der Straße und so, das mache ich übel selten.
wenn, dann probiere ich halt auch das Geld und die Mittel, die ich habe, in politische, konkrete Kämpfe einzubringen. Also ich gebe recht viel von dem, was ich so selber an Geld habe, einfach in Strukturen halt rein, was ja jetzt keine klassische Spende ist, sondern es ist ja meistens einfach eine Ermöglichung von den Projekten, die ich eben selber mache. Aber jetzt zum Beispiel, ich habe letztens an der Rabe Ralf gespendet. Das war meine letzte Spende. Das ist so eine Berliner Umweltzeitung, wo auch ein Artikel mit uns erschienen ist. Und das ist eigentlich so ein cooles Projekt, was so übergeblieben ist, wo die in so 20.000er Auflage umsonst halt diese Umweltzeitung verteilen und auch einen anarchistischen Einschlag hat. Und sowas mal punktuell, wenn dann halt so ein Projekt, was ich halt entdecke und was ich cool finde, dann in Bedrängnis gerät, da weiß man ja auch, okay, da kommt es dann halt auch an, ne? Das habe ich natürlich auch ein paar Mal schon gemacht, dass man dann irgendwo für PayPal mal irgendwie einen Zehner oder so rübersendet, ja. wenn es gerade da Probleme gibt. Aber das ist für mich auch, da werden wir zum Ende auch nochmal dann drauf zu sprechen kommen mit revolutionärer Charity, Unterstützung von Gruppen. Das ist für mich auch immer noch so in der Gedankenwelt was anderes als jetzt so diese akute Hilfe oder Spenden an so klassische wohltätige Zwecke oder einfach, ja, eben auf der Straße was zu geben. Ja, aber das mache ich wirklich ganz, ganz selten. Ja, aber in dem Sinne würde ich sagen, lass uns doch mal anschauen, was euch heute so erwartet anhand unserer Unterthemen. Und zwar werden wir heute sprechen über Charity in Deutschland und die Professionalisierung von Charity. Dann werden wir länger über Kirche und die Caritas beziehungsweise auch generell über Religion und Charity sprechen. Wir kommen dann zu Charity als Sparmaßnahme für den Staat, gehen über zu Unternehmen als Wohltäter, um dann ganz passend über den Philanthrokapitalismus zu sprechen und schließen dann die Ausgabe, wie schon erwähnt, mit revolutionärer Charity ab. Dann würde ich doch zum Start sagen, klär uns erstmal darüber auf, wie steht es eigentlich um Charity und Spenden in Deutschland? Ja, ist hoch im Kurs. Also die Spendenbereitschaft in Deutschland ist fast so hoch wie noch nie. Und zwar war 2022 mit einer der besten Jahre überhaupt, was die Spendenbereitschaft in Deutschland anging. 18,7 Millionen Menschen haben insgesamt 5,7 Milliarden Euro gespendet. Also ich denke mal, da wird es ja auch eine gewisse Dunkelziffer geben, weil da wird ja jetzt nicht alles erfasst sein. Also wenn jetzt halt irgendwelche Leute einem Obdachlosen irgendwie einen Euro in den Hut werfen, dann wird das natürlich nicht in dieser Statistik erfasst. Aber zumindest, was man so offiziell nachhalten kann, wurde hier von dem Spendenbund TV nachgehalten. Und ich denke, es ist auch sehr interessant, sich die Entwicklung des Spendenverhaltens anzusehen. Weil nicht nur lässt sich festhalten, dass sehr, sehr viele Menschen eben so viel spenden wie noch nie, sondern dass der größte Teil und das auch nach wie vor 76,4% in die humanitäre Hilfe gehen. Und dort gab es auch zu dem Vorjahreszeitraum zu 2021 eine sehr bedeutsame Verschiebung, wohin die Spenden gegangen sind. Und zwar sind die sehr überwiegend eben in die Folgen des Krieges in der Ukraine gegangen. Was ich sehr, sehr interessant fand, nochmal zu sehen, weil das auch bestätigt. Wir hatten ganz zum Anfang von dem Ukraine-Krieg eine Dokumentation geschaut, wo so ein Wanderzirkus begleitet wurde, die von Spenden leben und die dann für so geflüchteten Kinder in Syrien und so halt dann so Shows machen und eigentlich ein ganz cooles Projekt. Die und ganz viele andere so Hilfsorganisationen hatten halt dann übel Probleme, die halt in anderen Teilen der Welt unterwegs und nicht in der Ukraine dann halt noch an Geld zu kommen, weil wirklich ab diesem Ukraine-Krieg ein Großteil der Spendenlast einfach dahin geflossen sind. Und das gibt uns vielleicht auch schon so einen Hinweis darauf, worin jetzt das Geld fließt und was jetzt gerade wichtig ist und welche Notlage jetzt nicht, ist sehr, sehr stark einfach von der Berichterstattung abhängig einmal, also was überhaupt relevant für die Leute ist. Und das wird ja dann auch schon gesteuert, was halt entsprechend relevant ist. Also es ist ja nicht einfach zufällig. Klar, ist Ukraine-Krieg ein großes Ereignis gewesen, aber dann waren halt ganz viele andere Schicksale halt plötzlich auch irgendwie egal geworden oder haben halt viel weniger abbekommen. Und diese großen Spendenapparate, die entwickeln sich dann halt auch mit diesem öffentlichen Fokus in die entsprechenden Richtungen mit. Und dann wird halt auch mal, obwohl das eigentlich noch benötigt wird, ja auch irgendwo was abgezogen, ne? Teilweise wird das ja auch staatlich einfach von dem Angebot der Spenden dann gehighlightet. Also das hat man ja, wenn dann bei Nachrichtensendungen beispielsweise im Fall von Syrien, der Ukraine,
wurde das so gemacht, dass dann direkt angebunden wird, hier können Sie spenden. Oder bei den Erdbeben, bei Naturkatastrophen wird das ja auch häufig gemacht. Und das stimmt natürlich, wenn es nicht groß berichtet wird, wenn es an irgendwelchen Orten passiert, wo es generell wenig Berichterstattung drüber gibt oder wo auch so eine staatliche Presse nicht so viel Interesse dran hat, dann kommt da logischerweise auch weniger Geld an. Interessant fand ich auch noch so die Zahl, dass die Generation 70 plus die ist, wo das Portemonnaie am lockersten sitzt. Also da ist die Spendenbereitschaft am größten, was ich irgendwie auch nachvollziehbar. Es ist ja auch so ein Klischee, ne, dass man halt immer sagt, ja, sozusagen die Alten machen halt nichts und kaufen sich dann ihr gutes Gewissen halt irgendwie darüber, dass sie halt was ein bisschen spenden. So, das ist ja dieses so ein bisschen diese linke Klischee oder Anfeindung auch dann gegenüber der älteren Generation. Und das wird ja auch statistisch dann tatsächlich bestätigt. Vielleicht sollten sie es einfach mal schaffen, ihre linksradikalen Gruppen auch für alte Menschen zu öffnen. Ein bisschen Barrieren abzubauen. Stimmt. Wir haben uns auch gefragt, was sind denn die größten lokalen Verbände, die von Spenden profitieren und wie viele Menschen sind dort tätig? So die Top 5 sind aktuell Ärzte ohne Grenzen auf Platz 1, SOS Kinderdörfer auf Platz 2, das Deutsche Rote Kreuz Platz 3, Platz 4 ein Herz für Kinder und Platz 5 die Deutsche Krebshilfe. Alles Sachen, die man kennt. Ja, also man sieht auch daran wirklich große Organisationen, wo viel Geld dran hängt, viele Menschen von leben auch einfach und ihre Arbeit von gestalten. Und wenn man sich hier anguckt, 5,7 Milliarden Euro allein 2022 wurden gespendet. Das ist ein riesiger Spendenmarkt und der ist natürlich auch stark umkämpft. Wie sieht das denn also aus mit dieser Professionalisierung von Charity? Ja, da muss man vielleicht am Anfang sagen, dass es natürlich mit so großen Verbänden und solchen Geldern, die da im Raum stehen, eigentlich nicht anders ist als wie mit Unternehmen, wenn wir auf die Konkurrenz schauen. Weil am Ende des Tages möchte natürlich jede Charity für ihren bestimmten Zweck möglichst viel Geld einnehmen. Jetzt nicht nur, um wie in einem kapitalistischen Unternehmen möglichst viel Profite zu generieren, die reinvestiert werden können, beziehungsweise von den Eigentümern abgeschöpft werden können, sondern natürlich auch, um wohltätig zu handeln, aber am Ende des Tages auch, um ja die eigene Maschinerie am Laufen zu halten und die vor allem natürlich auch konstant zu verbessern, um am Ende des Tages auch wieder mehr Spendengelder einnehmen zu können. Teilweise ist das ja sogar noch, kann man fast sagen, dann ein noch stärkerer Motivator für die Leute, die dort tätig sind, um alles dafür zu geben, um diese Spenden zu bekommen, weil es am Ende auch für einen guten Zweck dann genutzt wird, in Anführungszeichen. Das sehen wir eben auch in unterschiedlichen Aspekten, wie die wohltätigen Organisationen versuchen, diese Spenden dann auch zu bekommen. Also um ein Beispiel aus der Werbung zu nehmen. Es ist zwar so, dass viele wohltätige Organisationen von ja besseren Konditionen profitieren. Das sieht man beispielsweise bei den Infoscreens, die es an den lokalen Hauptbahnhöfen gibt, wo dann immer steht, wenn Sie einen gemeinnützigen Verein haben, dann können Sie hier kostenlos die Werbung schalten. Es gibt auch bei großen Werbeunternehmen, beispielsweise bei Google Ads, auch begünstigte Konditionen. Aber Google Ads ist da auch ein gutes Stichwort, weil ihr kennt vielleicht auch das, was Google Ads dann als Produkt verkauft. Nämlich, wenn ihr keinen Werbeblocker habt und bei Google irgendeine Suchanfrage reinmacht, dann sieht man ja immer ganz oben die ersten Ergebnisse mit gesponsert. Bei Google Ads ist das so, man kann für bestimmte Keywords, wo dann dein Suchergebnis für dein Produkt, für deine Website angezeigt werden soll, angeben und auf diese dann bieten. Das heißt, man sagt, ich biete so und so viel, damit meins dann angezeigt wird und das zahle ich dann pro Klick auf meine Webseite. Deswegen ist Google Ads auch recht beliebt, weil das einen niedrigen Einstiegspreis für Werbetreibende hat, im Gegensatz zu regulären Werbemethoden und man eben auch nur zahlt, wenn Leute wirklich draufklicken. Und es ist so, dass Wörter wie Spende oder vor allem auch Patenschaft mit die teuersten überhaupt bei Google Ads sind, wenn man sich so die Preise für die einzelnen Keywords anguckt und die Kosten da auch konstant steigen. Also beispielsweise Patenschaft liegt teilweise bei 26 Euro pro Klick. Und das zeigt ja auch, wie wichtig es für die wohltätigen Organisationen ist, dort hohe Preise zu zahlen, um am Ende dann auch an diese Spendengelder zu kommen und wie umkämpft auch dieser Markt ist. Das Gleiche sehen wir dann auch in einer sehr stark spendenbringenden, aber extrem teuren Marketingmaßnahme, die wir auch schon am Anfang einmal kurz angeschnitten haben. Und das ist nämlich das Face-to-Face-Fundraising. Kurz Studenten anheuern, um andere Leute zu belästigen. Genau. Ja, Leute auf den Straßen dazu erziehen, Leuten einen möglichst großen Bogen aus dem Weg zu gehen. Und das ist ja so eine Sache, die ist
finde ich vor allem so die letzten 5 bis 4 Jahre aufgefallen. Also da hatte ich echt das Gefühl, dass das so einen riesigen Anstieg hat und du wirklich irgendwann dann gar nicht mehr durch die Innenstadt gehen konntest, ohne dass du irgendwo diese Zelte gesehen hast, ohne dass Leute dich angequatscht haben. Und also mir ist es vorher nie so stark aufgefallen. Jetzt mal abgesehen von der Corona-Pause natürlich, die es da auch gab. Aber ich hatte mir mal vorher ein bisschen Fachliteratur zu dem Thema angeschaut und auch so auf Nachrichtenportalen geguckt. Und da findet man echt schon deutsche Beiträge von vor 15 Jahren, wo darüber gesprochen wird, dass das der neue heiße Scheiß im Fundraising ist. Und es finden sich auch schon 2013 Nachrichtenartikel von irgendwelchen städtischen Medien, die sich über die aufdringlichen Aktivisten der NGOs aufregen. Und darüber schreiben, dass die Rentner keinen Bock mehr auf die Innenstadt haben, weil sie sich so belästigt fühlen. Wie gesagt, das ist auch echt eine Sache, wo ich das auch selber stark mitbekommen habe. Also ich weiß noch, dass ich mal an meinem ersten Tag an der Uni versucht habe, Leute mit so einer Mappe in der Hand anzusprechen, weil ich den Weg wissen wollte. Und ich hatte so eine Unimappe unterm Arm und habe dann die Leute eben nach dem Weg gefragt. Es ging mir halt die Leute dann echt so aus dem Weg und waren so, nein, nein, ich wurde da vorne schon angequatscht. Und ich habe das halt einfach nicht geblickt, warum die Leute jetzt das für Fundraising gehalten haben. Und ich finde, man merkt auch echt bei unserer eigenen Arbeit, bei den Infoständen. Also ich meine, Infostände sind ja sowieso in der Innenstadt von linksradikalen Organisationen, anarchistischen Organisationen stark zurückgegangen zu ein paar Jahren. Aber ich finde, man merkt auch, dass es viel, viel schwieriger geworden ist, Leute dazu zu bewegen, einmal kurz zu halten und mit einem zu reden, weil so viele Leute so geschädigt von diesen Fundraising-Maßnahmen sind. Ja, du hast es ja auch schon gesagt, das ist natürlich eine sehr, sehr teure Werbemaßnahme, die auch sich nicht alle leisten können, weil du hast Personalkosten vor allen Dingen und die machen das Ganze eben so kostenintensiv. Ja, und da geht ja auch der Trend dazu, weil es eben so teuer ist, nicht eigenes Personal dafür anzustellen und hinzustellen, sondern das an Dienstleister zu übergeben. Und da ist beispielsweise dann Dialog Direkt eine der größten Firmen, also hat auch nicht nur in Deutschland Ableger, sondern auch darüber hinaus. Und da werden dann eben sogenannte Dialoger, wie auch immer, ausgebildet, die dann für mehrere Organisationen unter teils desaströsen Bedingungen arbeiten. Da könnt ihr auch mal in der Infobox schauen, da haben wir euch einmal eine Steuerung F-Reportage zu der ganzen Thematik verlinkt und auch einen Selbstversuch im Job von Galileo, die wir ja seit dem Lützerath-Beitrag sehr schätzen. Gleichzeitig muss man aber sagen, so scheiße es auch für die Leute ist, die da arbeiten und so nervig es auch für die meisten Passanten ist, ist es so, dass es extrem erfolgreich ist. Denn es wird dann eine persönliche Bindung von dem Spender an die Organisation über die Person, die dazu quatscht, geschaffen. Es gibt die Möglichkeit, individuell auf Fragen einzugehen und es gibt auch eine ausführliche Erklärung. Und das ist auch was, was viele Leute eben angeben, wenn sie Dauerspender werden wollen. Sie wollen halt wirklich eine ausführliche Erklärung zu der Mission von der Organisation und auch zu den ganzen einzelnen kleinen Fragen. Und da ist das natürlich eine tolle Möglichkeit, weil es wird dir direkt vermittelt. Du musst dir das nicht irgendwie selber auf einer Website zusammenkramen, sondern du wirst aktiv eigentlich von den Leuten natürlich versucht, dazu zu überreden. Das ist im Übrigen auch eine wichtige Strategie eigentlich für die Linke, dass wir mehr im Gespräch mit den Leuten sind und da einen direkteren Zugang haben und halt darüber lassen sich dann tatsächlich auch Inhalte am besten vermitteln, dass man ein Vertrauen aufbaut und im Gespräch halt ist und man sich halt auch dann gut erklären kann. Ja, aber wie du schon gesagt hast, es wird nicht einfacher. Und was ist das Ziel von diesen Ständen dann? Die Angesprochenen sollen Fördermitgliedschaften für den Verein abschließen, also Geld überweisen, ohne dann auch ein Stimmrecht, ein Mitspracherecht in der entsprechenden auf Vereinsbasis organisierten Spendenorganisation dort zu haben. Und das ist halt so einträglich, weil man einfach sowas ja häufig dann einfach laufen lässt. Also man vergisst das auch ein bisschen, sind dann vielleicht auch nicht die riesigsten Beiträge. Und wenn halt sehr, sehr viele Menschen einfach im Hintergrund nochmal irgendwie 10, 20 Euro oder so im Monat da weiterlaufen haben, das hat man dann oftmals ja nicht mehr auf dem Schirm. Meine ganze Fitnessstudio-Ketten in Deutschland finanzieren sich darüber. Ja, aber es gibt auch nicht nur eben Änderungen im Fundraising selber, in dem Marketing, sondern auch in Konzepten wie die Mitgliedschaften oder die Möglichkeit zu spenden aufgebaut werden. Auch wenn jetzt die reguläre Spende oder die Fördermitgliedschaft, die wir gerade angesprochen haben, am beliebtesten bleiben, etablieren sich auch so interaktivere Konzepte wie interaktive Patenschaften für Kinder, das ist beispielsweise Plan, ein großer Verband, bei denen dann die Kinder im globalen Süden kontaktiert und sogar besucht werden können. Meine Mutter hatte auch mal sowas abgeschlossen in der Vergangenheit und deswegen weiß ich das auch ein bisschen, wie das läuft. Bekommst du halt so dann Bilder von den Kindern und von dem Kind
und kannst das so ein bisschen mitverfolgen, bekommst dann auch irgendwann mal so ein Update oder so, was halt dann passiert ist und so, wieder das individuelle Schicksal eben gelaufen ist. Ich fand das halt echt ziemlich faszinierend, was da dann für eine Mühe dann eben da betrieben wird auch. Hat ihr das dann auch selber dann einen größeren Anreiz dazu gegeben? Ja, also das hat auf jeden Fall einen großen Impact gehabt. Klar, das macht ja was, ist ja auch logisch. Ja, also, ja, klar. Wenn du jetzt einfach zum Beispiel nur deinen Pfandbon spendest, das gibt's ja mittlerweile auch. Für die Tafel oder so. Das ist ja was anderes, als wenn du jetzt dann irgendwie so Bilder von dem Kind bekommst, wo dein Geld hingeht, tatsächlich oder vermeintlich. Also. Mhm. Und dann halt auch vielleicht nochmal so aufgelistet wird, ja, von dem Geld wurden irgendwie jetzt Schulunterlagen oder so gekauft oder so. Was dann auch wirklich interessant ist, auch so ein bisschen über das Dorf wird dann ja auch dann da drin berichtet, also was vielleicht gab es für Ereignisse oder so, gab es vielleicht zum Beispiel auch so eine Umweltkatastrophe oder so, was das jetzt so das Dorf belastet hat oder wurde irgendwie neuer Brunnen gebaut oder so. Also ist ja das dann schon so ein bisschen interessant, was dann auch in der Region so ein bisschen vielleicht passiert. Ja, es ist auch wirklich sowas, was ich so ein bisschen zwiespältig sehe. Auf der einen Seite denke ich auch, dass das so diese Anonymität natürlich zwischen Spender und Rezipient dann so ein bisschen aufhebt und natürlich auch dafür sorgen kann, dass es ein bisschen mehr auch ein Verhältnis auf Augenhöhe gibt und man sich auch noch mehr natürlich für die Region, an die man spendet, interessiert. Aber gleichzeitig scheint es mir auch sowas, was sehr stark an die Spender dann an den Spendern orientiert ist, gerade natürlich aus so einer Kritik heraus. Ich möchte wissen, dass es auch wirklich ankommt. Also ich weiß jetzt nicht, das ist natürlich schön, wenn so eine Mitgliedschaft die ganze Zeit läuft, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr stressig für ein Kind ist, wenn man dann irgendwie den Kontakt mit wem aufbaut. Und ich hatte auch bei Plan selber geschaut, man kann ohne Begründung einfach immer diese Patenschaft kündigen und dann so gesagt wird, oh, das war's. Ja, klar. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist auch was, wo man sicherlich noch gute Aspekte dran sehen kann. Was aber deutlich, finde ich, kritischer zu sehen ist, ist das noch interaktivere Konzept. Und das ist der Volunturismus, bei dem Jugendliche für hohe Kosten eine Reise antreten, um vor Ort in teilweise inszenierten Szenarien zu helfen. Mhm. Also gibt es auch inzwischen größere Organisationen dafür, die eigentlich mehr wie so Reiseveranstalter, Reisebüros arbeiten und dann eben hier Leuten, die irgendwie sozial aktiv werden möchten und natürlich dann auch nach dem Abi noch ein Gap Year machen möchten, die Möglichkeit geben, für ein paar Wochen dann in irgendein Land des globalen Südens zu fliegen, um dort dann vor Ort in ganz großen Anführungszeichen aktiv zu sein, weil das Problem bei der ganzen Sache ist, dass es wirklich so lukrativ, also wir sprechen hier von echt hohen Reisekosten, die dafür aufgewandt werden, dass es beispielsweise in Kambodscha und Ghana, da habe ich jetzt dokumentierte Fälle zugefunden, echt populär geworden ist, Waisenhäuser einfach mit regulären Kindern, die nicht darauf angewiesen werden, die noch Familien haben, bei denen sie auch eigentlich leben würden, zu füllen, um die Möglichkeiten für die Leute zu schaffen, dass sie da hinkommen können und immer auch Kinder vor Ort sind, denen sie dann, wie gesagt, in Anführungszeichen helfen. Dass das wirklich einfach ein großes Schauspiel ist, damit die Leute dann vor Ort was zu tun haben. Das ist natürlich jetzt nicht bei all diesen Sachen so, aber auch in regulären Waisenhäusern, also Waisenhäuser sind wirklich mit das Beliebteste dafür, auch in regulären Waisenhäusern hat das natürlich keinen wirklichen Impact, weil die Leute sind super kurz da, die haben häufig einfach gar keine Ausbildung für die Sachen, die sie machen sollen, weil sie sollen natürlich auch interessante Arbeiten vor Ort zu tun haben, weil es geht ja, man merkt schon, es ist eigentlich komplett auf die Leute, die dieses Voluntourismus-Paket kaufen, zugeschnitten. Sie sollen Spaß vor Ort haben und natürlich versucht man dann komplett zu denen zu catern. Also es gibt da auch Berichte, wo gesagt wurde, dass im Endeffekt den Leuten am Waisenhaus, wenn du dich irgendwann dazu entscheidest, ich möchte jetzt lieber doch eine normale Reise machen, denen das einfach egal ist, weil deine Arbeit vor Ort nicht zählt. Und es im Endeffekt nur darum geht, dir eine schöne Erfahrung zu machen, die du am besten dann auch noch am Ende im Lebenslauf aufschreiben kannst. Ja, ich finde, hier kann man dann auch wirklich mal an dem Punkt so weiße Vorherrschaft halt erwähnen, wo man einfach sehen kann, dass dann ja viele das auch einfach als Aufhübschung so, ja, ich habe hier aus meiner privilegierten Position heraus dann auch irgendwie ein bisschen was geholfen und war dann mal da unterwegs und dann kann man sich halt schön auf der Uni-Party irgendwie dann damit schmücken und als möglichst sozial engagiert halt eben dastehen, auch was im Lebenslauf, was man eintragen kann. Und wenn man sich dann noch anguckt, dass das oftmals dann halt gefaked ist, also noch nicht mal einen realen irgendwas macht eigentlich, sondern nur für diesen Lebenslauf an und für sich von diesen Personen halt erstellt wurde, dann treibt es das ja völlig auf die Spitze und ist also auf jedweder Ebene komplett menschenverachtend. Aber am Ende kann man dann bei Tinder ein Bild reinstellen, wo man von 10 afrikanischen Waisenkindern umgeben ist. Ja, richtig. Das ist auch eigentlich ein ganz gutes Stichwort, nämlich Bilder mit 10 afrikanischen Waisenkindern. Denn wir können auch über die Verbindung von,
Werbung, Wohltätigkeit und Content sprechen. Und da finde ich es eben Mr. Beast eigentlich einer der interessantesten Content-Creator in diesem ganzen Feld. Also der macht ja nicht nur eben philanthropischen Content, sondern wir beide haben uns ja auch schon mal Videos von ihm angeschaut. Da gibt es viele Sachen so nach dem Format, ich habe einen Zug in ein Loch fallen lassen, ich habe 4 Schulbusse in die Luft gejagt, ich habe ein ganzes Haus mit TNT gefüllt und in die Luft gesprengt und wer den Türknopf findet, kriegt 3 Millionen Euro. ja, genau so ist es. Und das ist dann in einem 10-minütigen Video zusammengefasst. Er ist aber auch tatsächlich einer der wohltätigsten YouTuber, die es so gibt. Und es gab auch eben viel Diskussion um seinen Content, weil er macht auch so Videos wie, ich habe 100 Brunnen in Afrika gebaut oder ich habe 10.000 Familien Truthähne für Thanksgiving gegeben. Und natürlich geht es in seiner Videomanier immer darum, es wird dann immer gesagt, das ist die größte Spende, die je in einem YouTube-Video gemacht. Niemand hat in einem Tag so viele Brunnen in Afrika gebaut. Was aber ganz interessant ist, ist, dass das natürlich erstens, wie jetzt in dem Truthahn-Video einfach für Werbung auch genutzt wird, das war eine Kooperation mit einem Truthahn-Hersteller, also noch größeren Fleischkonzernen. Gleichzeitig ist das natürlich auch fantastischer Content für ihn. Und das, finde ich, ist auch was wir überall eigentlich in Social Media sehen. Es gibt immer mehr Content Creator, die primär ja Content über wohltätige Zwecke machen. Also ich gebe einem Obdachlosen so und so viel Geld oder ich frage einen Obdachlosen, hast du 50 Cent? Und wenn er ja sagt, dann kriegt er 50 Euro. Wow, weinender Emoji in einem Thumbnail. Und das ist natürlich absolut widerwärtig, weil im Endeffekt wird es nur noch für diesen Content gemacht. Es gibt natürlich dann immer eine super starke Kritikabwehr, gerade auch von den Fans, von den Leuten. Weil man kann immer sagen, es ist ja schön, es wird ja überhaupt irgendwas gemacht. Wann hast du 100 Brunnen in Afrika gebaut? Oder es wird ja wenigstens Aufmerksamkeit auf ein Problem gelenkt. Ich finde halt speziell bei Mr. Beast ist ja nicht das perfekte Beispiel, weil wenn man das dann halt in Verhältnis setzt von was der halt sonst macht, du hast es ja aufgeführt, irgendwie, ja, in dem einen Video sagt er, noch nie hat jemand an einem Tag 100 Brunnen gesprengt. Also das ist ja wirklich auf dem Level halt das Content. So, und in dem nächsten sagt er dann, ja, ich habe 100 Brunnen gebaut. Also, und das kann man dann halt vielleicht auch ganz gut übertragen, dass das genau der Impact davon ist. So, was der Typ halt zerstört, vernichtet und ausnutzt an Ressourcen und Müll, kommt dann auf eine Nullrechnung am Ende raus, was er halt Gutes macht. Höchstens. Höchstens. Das ist sehr, sehr freundlich von deinem Part, aber vielleicht auch wirklich, weil ich weiß gar nicht, ob in unserer Community das jetzt so ein großer Name ist, dass irgendwie alle Mr. Beast kennen. Wenn ihr das wirklich nicht kennt, dann schaut euch das mal an, weil es ist wirklich relevant. Das ist der erfolgreichste und größte YouTuber der Welt. Ja. Und generell eigentlich mit der wichtigste Content Creator unserer Zeit. Also schaut euch das mal an. Das wird sicherlich auch große Folgen dazu haben, wie wir Content Creation und Wohltätigkeit miteinander kombiniert sehen. Und was man natürlich auch sagen kann, dass es in dem Zuge der Professionalisierung von Charities aufgrund dem Wunsch, dann auch von staatlichen Töpfen noch zusätzlich zu profitieren, ist oftmals auch eine Reduktion von politisch radikaleren Forderungen und auch radikalerem Aktivismus gibt. Hier kann man das sehr gut an der Geschichte von beispielsweise Greenpeace sehen, die in ihrem Bestehen ja deutlich radikaler aufgestellt waren und die jetzt eine reine NGO sind, die einfach davon lebt und an dem Tropf von Spendengeldern und staatlicher Finanzierung auch mithängt. Und dann fragt man sich natürlich zweimal, wie man halt entsprechend zu jetzt zum Beispiel der grünen Politik agiert oder nicht. Ja, und gleichzeitig sehen wir hier auch durch den immensen finanziellen Aufwand eine notwendige Monopoltendenz, auch bei den Charities. Da selbstverständlich hier ebenfalls die Konkurrenz um die Spendengelder besteht und nur wer viel Spenden einnimmt, wieder das Geld hat, um im kommenden Jahr zu investieren und diese wiederum sicherzustellen. Und das kann man auch, denke ich, ganz gut in allen möglichen sozialen Bereichen dann sich anschauen, wie diese Monopoltendenz stattfindet. Also die großen kirchlichen Träger, zu denen wir jetzt auch kommen, Caritas, Diakonie und Co., die haben einfach die verschiedenen Bereiche der sozialen Einrichtungen, also verschiedenen Suchtphänomene und so weiter unter sich aufgeteilt und dominieren diese in einer Monopoltendenz. Ich kann das mal an einem Beispiel festmachen, den Bereich von Glücksspielsucht, die eben bis zu einem gewissen Punkt auch gar nicht anerkannt war als Sucht in Deutschland. Es wurde halt eben von kleinen, unabhängigen, aktivistischen sozialen Einrichtungen dieses Thema überhaupt erst gepusht, auf die Tagesordnung gebracht von Betroffenen selber. Diese haben das auch erkämpft, dass es
eine Anerkennung dieser Sucht in Deutschland überhaupt gibt. Und die ganzen großen Verbände, Caritas und Co., die hat das halt einen Scheiß interessiert. Dem war das egal, so, dass die Menschen da verelenden und leiden. Und das war halt einfach nicht auf der Agenda. Und ab dem Zeitpunkt, wo es anerkannt wurde, ab dem Zeitpunkt, wo es Geld gab, um sich um Betroffene zu kümmern, ab dem Zeitpunkt waren die auch da. Und ab dem Zeitpunkt haben sie auch das halt entsprechend bis zu dem heutigen Punkt dann halt professionalisiert und halt auch eine Monopoltendenz da draufgelegt, sodass es halt heutzutage nur noch sehr, sehr wenige Einrichtungen gibt, die überhaupt noch unabhängig von Diakonie und Caritas in diesem Bereich sind. Und da fragt man sich ja schon, wie weit ist es daher mit der kirchlichen, christlichen Moral an dieser Stelle? Oder geht es da doch nur um Geld? Und das, ja, bringt uns auch zu dem Punkt Charity, Kirche und Religion. Denn Charity ist in so gut wie jeder Religion ein ganz zentrales, wichtiges Prinzip, von buddhistischen Wohltätigkeitsorganisationen bis hin zu Gemeinschaftsküchen der Sikhs. Ja, und das finde ich auch wirklich spannend, weil ich glaube, wir verbinden Charity ja häufig ganz zentral eben mit dem Christentum, aber es ist ja wirklich, wenn man sich das anguckt, Religionen funktionieren so stark auch darüber, wohltätige Organisationen zu sein, beziehungsweise wohltätige Organisationen unter ihrer Schirmherrschaft zu haben. Mhm. Und da lass uns doch vielleicht mit dem Islam anfangen, der ja auch in der Wohltätigkeit in Deutschland immer relevanter wird, auch mit immer größeren wohltätigen Verbänden, aber trotzdem bei weitem nicht den gleichen Stellenwert in der Betrachtung von Religion und Wohltätigkeit, wie das Christentum hat. Da finde ich es ganz spannend, wie das im Islam geregelt ist. Da gibt es nämlich beispielsweise die Zakka als eine der 5 Säulen des Islams. Und das ist, ja, im Endeffekt eine Art Almosensteuer, die erhoben wird. Also es ist im Koran festgelegt mit festen Gruppen, die erhalten sollen. Und in den Hadithen ist das dann auch nochmal spezifiziert, wie jetzt genau diese Steuer erhoben werden soll. Die wird mit ungefähr 2,5% festgelegt. Das ist jetzt unterschiedlich berechnet, je nach der Auslegung, auch worauf die dann erhoben werden soll. Falls ihr das selber machen wollt, eure Zakka berechnen, dann hat YouTube wirklich etliche, sich auch widersprechende Tutorials dazu, auch sehr viele deutschsprachige Sachen. Diese Steuer soll dann eben genutzt werden, um wohltätigen Zwecken zugeführt zu werden. Daneben gibt es dann auch noch im Islam nicht so zentrale Spendenkonzepte, die dann eher persönlich gemacht werden und nicht verpflichtend sind. Und es ist auch spannend, dass die teilweise von Staaten selber erhoben werden. Beispielsweise im Sudan oder Saudi-Arabien wird das wirklich staatlich, wie wir es hier auch mit der Kirchensteuer kennen, dann eingefordert. Manchmal ist das auch staatlich reguliert, wie in Jordanien, wo dann im Endeffekt an den Staat selber gespendet werden soll, der das dann verteilt. Aber in den meisten Staaten, in den meisten Fällen ist das eine privat zu zahlende Verpflichtung für Gläubige. Was ich auch sehr interessant an dem Ganzen finde, ist, dass eigentlich in dem Wort selber und auch in dem Konzept, was dahinter steckt, hinter dieser Steuer, ein zentrales Konzept von Charity selbst steht. Der Name Zakka stammt nämlich von Zeka, also von reinigen, und die Idee ist, dass reinigt so gesehen das Vermögen von der Sünde und gibt es damit frei zur eigennützigen, gesegneten Nutzung. Das finde ich ist wirklich sehr interessant, dass man es da schon im Wort selber findet. Denn auch wenn wir jetzt ins Christentum gehen und eigentlich auch wenn wir bis jetzt zum Ende dieser Folge in die modernen Konzepte reingehen, findet sich immer wieder diese Idee der Reinigung des eigenen Vermögens von Sünde. Weil irgendwo schon eine Grundeinsicht ist, dass das, wie man Reichtum in dieser Welt in der Konkurrenz zu anderen erwirtschaftet, sagen wir mal, moralische Problematiken mit sich bringt. Ja, diese Idee der Reinigung des Vermögens findet sich selbstverständlich auch im Christentum. Im Neuen Testament wird das Ganze noch radikaler formuliert und Reichtum eng mit Sünde verknüpft. Einige Forscher zum historischen Jesus und der Bibel sehen hier auch den Fokus der Bewegung um Jesus als eine, die sich primär in ihrem moralischen Vorwurf an die Reichen richtet und diese zur Aufgabe eines großen Teils beziehungsweise ihres gesamten Vermögens bewegen möchte. Ja, das gibt natürlich auf jeden Fall starke Anarcho-Christentum-Vibes. So Urchristentum halt, ne? Eben, das geht hier raus an alle unsere Ordensbrüder. Naja, aber tatsächlich, also wen das noch mehr interessiert, auch diese historisch-materialistische Betrachtungsweise davon, da habe ich jetzt über Weihnachten ein sehr gutes Buch zu dem Thema gelesen, nämlich Jesus Alive in Class Conflict, was nicht einfach jetzt nur irgendwie so ein bisschen christlich-sozialistische
Andichtung ist, sondern wirklich auch wissenschaftlich daran geht, auch eigentlich in jetzt der Forschergemeinde ein anerkanntes Werk zu dem Thema ist. Ja, man kann ja auch wirklich sagen, auf den christlichen Prinzipien von Wohltätigkeit basieren auch die in Deutschland relevantesten, wohltätigsten Organisationen. Das hast du ja eigentlich schon mit Caritas und Diakonie angesprochen. Und ich meine, sogar der zentrale Begriff Charity selber stammt ja vom lateinischen Caritas. In den evangelischen Kirchen hat sich da der altgriechische Begriff Diakonia von eben Diener bzw. Diakonie für die Bezeichnung der wohltätigen Verbände durchgesetzt. Das ist ja auch was, was man ganz zentral eben in der Bibel selber da findet, mit eben, wird gesagt, Deus Caritas Est. Das war ursprünglich einfach nur als Liebe zu verstehen, ist damit natürlich eng mit dem Konzept der Nächstenliebe aus dem Alten Testament und den 10 Geboten verbunden. Das wurde dann natürlich im Christentum nochmal radikal weiterentwickelt mit einer Öffnung dann durch eben diese ja, Tora-Auslegung von Jesus Christus. Aus diesen Grundprinzipien entstanden dann wirklich sehr, sehr weite Netze der wohltätigen Zwecke, ausgehend von den kirchlichen Strukturen. Die Hilfe für Arme und Kranke war wohl neben den apokalyptischen Versprechen und anderem ein zentraler Grund für die schnelle Ausbreitung des Christentums. Im Mittelalter wurde dies prophezeit mit der Gründung vieler Orden im Zuge der Kreuzzüge, die auch wohltätige Zwecke verfolgten, und der Gründung von christlichen Bruderschaften in den Städten sowie der Reform des Klosterwesens, um dort Kranke zu versorgen. Ich finde das sehr, sehr relevant für das Verständnis des gesellschaftlichen Mechanismus und auch des Herrschaftsmechanismus der Spendenkultur, diesen Punkt, wenn man darüber sieht, dass sich entsprechende Religionen, die ja die Menschen gerade zu diesem Zeitpunkt massiv unterjocht haben, ausbreiten konnten, und dass es ein Schlüsselmoment war, wo man dann halt eben auch darstellen konnte, okay, wir sind halt nicht nur diese Leute, die halt im Prinzip hier sich nur um Krieg und Teufel drehen, sondern wir machen ja auch ganz viel Gutes und sind hier der Heilsbringer, nicht nur in Sachen Moral oder so, sondern eine Form der Kümmererrolle auszuführen. Tatsächlich, und das finde ich spannend, dass du das ansprichst, weil was wir auch nämlich sehen, und das werden wir jetzt auch in dem nächsten Punkt, nämlich zu dann der Zeit der Moderne sehen, das, was aber auch immer von den Kirchen selber formulierter Grund dafür war, war die Angst vor moralischem Verfall durch die Armut. Dass man auch gesehen hat, Mittelalter, Wachstum der Städte und Elend auf dem Land, moderne Wachstum der Städte und Elend in den Arbeiterquartieren. Die Leute gehen nicht mehr in die Kirche, weil sie einfach nicht die Zeit dazu haben, weil sie sich um ganz grundlegende Bedürfnisse kümmern müssen. Alkohol- und Drogenkonsum werden immer weiter verbreitet, und auch die Leute, beispielsweise Elendsprostitution nimmt extrem zu. Und da hat man natürlich dann auch Wohltätigkeit als eine Möglichkeit gesehen, um diesen moralischen Verfall, der einfach logischerweise mit Armut und Elend in einer feudalen bzw. kapitalistischen Gesellschaft kommt, abzumildern. Ja, und das hat dann auch zu der Gründung dieser großen christlichen Wohlfahrtsorganisationen geführt, wie wir sie heute kennen. Spannend hierbei ist besonders Andrew Carnegie, reichster Mann seiner Zeit und Stahltycoon, der den großen Teil seines Reichtums spendete und 1899 die Gospel of Wealth schrieb, das Evangelium des Reichtums, in dem er seine philanthropische Philosophie darstellte. Viel Geld floss also in die entsprechenden kirchlichen Träger, und so konnte sich das dichte Netz ausbauen, was es heute gibt. Was nützt es konkret, den religiösen Organisationen über dieses Netz zu verfügen? Erstens, sie profitieren von dem Bild als Kümmerer und der moralischen Integrität ihrer eigenen Lehren. Sie leben das, was sie predigen, auch wenn man genauer hinschaut, das nicht immer so stimmt. Ja, zweitens ist es so, dass Menschen weiterhin ohne den starken Druck der Herrschaft im Mittelalter gerne weiter ihr Geld an die Kirchen zahlen. Weil das war natürlich auch eine große Finanzkatastrophe mit dem Ende des Feudalismus, dass die Finanzierung auch in der Moderne auf einmal ziemlich stark in Frage gestellt wurde, gerade mit den großen Säkularisierungsbewegungen. Ja, dieses eingenommene Geld konnte dann ganz nach dem Dogma der Reinigung durch die starken wohltätigen Netze bereinigt werden und somit dann auch wieder weiterhin den Hohn in der Kirche und dem eigenen Machtausbau zugutekommen. Ja, und als drittes brauchte es gar nicht die Wohltätigkeit nur als Vorwand, um die Macht auszubauen, sondern ganz direkt haben wohltätige Organisationen natürlich die Leute an die Kirche gebunden. Ich meine, das kennt man ja heute noch, wie du es jetzt gerade auch bei der Spielsucht beschrieben hast. Wohin sonst soll man denn gehen, außer in kirchliche Organisationen? Gleichzeitig können sie natürlich auch
mit ihrer eigenen Moral, die auf Armut und Almosen ausgerichtet ist, auch eine Alternative zur Härte in der Konkurrenzgesellschaft bieten. Man sieht das ja auch ganz real durch eben die Konversion durch bestimmte Projekte. Beispielsweise in der Obdachlosenhilfe gibt es das ganz viel, dass Leute auf der Straße dann zu einer bestimmten Religion konvertieren. In den Gefängnissen oder in entlegenen Regionen, wo sonst keine Hilfe hinkommt. Und das ist auch wirklich eine Sache, die ist gerade extrem beliebt bei fundamentalistischen Christen und Muslimen. Also da sieht man das wirklich häufig, dass beispielsweise in den USA extrem viele Leute im Gefängnis entweder zu fundamentalistisch-christlichen Organisationen oder zum fundamentalistischen Islam konvertieren. Ja, auch wenn natürlich diese Kritik stimmt und auch sehr wichtig ist, diese zu machen und das zu analysieren, dürfen wir nicht vergessen, dass in diesen Strukturen Menschen, die wirklich ehrlich glauben und ehrlich, dass auch ihre Religion dann entsprechend mit was Gutem verbinden und dort auch wirkliche Solidarität leben wollen und versuchen zu helfen. Also das sind ja hunderttausende Millionen Menschen auf der Welt, die in diesen Einrichtungen und auch in Deutschland natürlich viele, viele tausende von Menschen, die da probieren, ihr wirklich Bestes für ihre Mitmenschen zu machen. Ja, und auch bei den allermeisten Verbänden und so steht da natürlich auch kein bösartiger, großer Plan dahinter, wo das, was wir jetzt halt beschrieben haben, so eins zu eins an irgendeinem Tisch ausgearbeitet ist, die Leute irgendwie zu betrügen und was weiß ich, sondern es entsteht halt einfach aus der Konkurrenz des kapitalistischen Systems und dementsprechend auch auf dem großen Markt des Charity. Es ist aber nicht nur eine religiöse Angelegenheit, sondern parallel zu den religiösen Wohlfahrtsorganisationen entstand in der Moderne parallel auch immer zunehmender eine säkuläre und nicht explizit an der Kirche orientierte Form der sozialen Arbeit und Charity, wie zum Beispiel die Arbeiterwohlfahrt. Ja, da war ich tatsächlich auch, an dem Programm habe ich tatsächlich auch selber teilgenommen. Also bei mir in der Grundschule hat die AWO mittags Mittagessen ausgeteilt und die Nachmittagsbetreuung gemacht. Da bin ich auch hingegangen. Da habe ich den furchtbarsten Obstsalat aus einer Dose meines Lebens gegessen. War ich ein Wochenende schon krank. Danke, Arbeiterwohlfahrt dafür. Soll nicht die Arbeit, also wir haben auch sehr schöne Ausflüge und so gemacht, ne? Also so, wir haben auch so Ferienausflüge und so, das war gut, das war gut. Aber der Obstsalat bitte nochmal überdenken. Es war nicht alles schlecht, Arbeiterwohlfahrt. Nachmittagsbetreuung. Ja. Andere Beispiele hast du ja auch schon am Anfang angesprochen. Deutsches Rotes Kreuz, generell die Rotkreuz- und Rothalbmond-Organisation, die ja wirklich international mit die größten wohltätigen Organisationen überhaupt sind, stammen auch aus dieser Zeit der Moderne und der Gründung säkularer internationaler Organisationen. Entgegen ja auch dem ersten Impuls, wo man denkt, Rotes Kreuz oder Roter Halbmond dann in den islamischen Ländern ist eine religiöse Organisation, ist tatsächlich nicht so, ist interkonfessionell. Das Zeichen selber mit dem Roten Kreuz kommt von der Umkehrung der Schweizer Nationalfahne zu Ehren des Gründers, der selber aus der Schweiz stammte. Das ist einfach nur die Umdrehung von den Farben der Fahne, daher kommt das. Der rote Halbmond daher, dass aus Rücksicht gegenüber der religiösen Gefühle der osmanischen Soldaten ihre Führung im russisch-osmanischen Krieg dies dann als Zeichen wählte, weil sonst hätte man das vielleicht mit dem Feind und dem Christentum in Verbindung gebracht. Das ist auch ein ganz eigenes Politikum, wenn ihr das mal wollt. Schaut euch mal die Wikipedia-Seite von den Roten Kreuz, Rote Halbmond-Verbände an. Da gibt es ganz viele Leute, die ihre eigene Fahne haben wollen. Das ist ein riesiger Streitpunkt. Und auch wenn diese inzwischen sehr starken säkularen Verbände dazu kamen und es wirklich sehr, sehr viel Konkurrenz sowohl von Seiten des Staates mit seinen sich entwickelnden Sozialversicherungen gab, als auch eben von diesen Verbänden, konnte die Kirche ihre Bedeutung, wie wir heute sehen, behalten. Ja, und auf diese inzwischen sehr, sehr breite Landschaft an wohltätigen Netzwerken stützt sich auch gerne der Staat, um seine eigenen Ausgaben für den Sozialstaat zu reduzieren. Ist ja auch klar, ne? Wenn die Ausgaben für den Sozialstaat gekürzt werden, wenn mehr in Rüstung investiert wird, wenn mehr in was auch immer investiert wird und weggenommen wird, um den Menschen halt zu helfen, den Armen zu helfen und auch dem Mittelstand zu helfen, nicht abzurutschen, was weiß ich, dann muss das ja aufgefangen werden. Das muss ja irgendwo herkommen. Die Leute, die Essen brauchen, müssen ja irgendwie ernährt werden und dann passiert das halt entsprechend von spendenorientierten Organisationen, die das dann auffangen. Wir werden das Thema auch nochmal intensiver in unserer Folge zum Sozialstaat behandeln, die wir noch vorhaben, die wir noch nicht realisiert haben. Aber da ist es natürlich besonders
relevant, diese Frage. Ja, und in Deutschland wurde diese Idee immer und immer wieder auch in der Politik diskutiert, dass man aktiv auch Verbindung gebracht hat. Wenn wir den Sozialstaat zurückbauen, sollten wir auf die wohltätigen Verbände setzen. Das war beispielsweise unter Helmut Kohl ein großes Politikum. Aber an den wirklichen Umbau des Staates hat sich dann der Sozialdemokrat Gerd Schröder gesetzt. Und unter ihm gab es ja bekanntermaßen einen extrem starken Rückbau des Sozialstaates. Und dort wurde dann auch eine selbstregulierende Bürgergesellschaft propagiert. Da wurde dann auch immer in der ganzen Propaganda darum, Ehrenamt, Wohltätigkeit mit Natürlichkeit und Flexibilität verbunden gegenüber jetzt dem viel zu bürokratischen Sozialstaat, der den Leuten die Eigenverantwortung wegnimmt und auch die ganzen Ehrenamtlichen natürlich unter viel zu viel Kontrolle bringt, wo sie dann gar nicht mehr handlungsfähig sind. Ist es aber so, dass es hier primär darum ging, auf die einfachen Bürger, die dafür noch nicht mal richtig entlohnt werden, den Arbeitsaufwand und die finanzielle Bürde abzuladen, die selber aus dem eigenen Rückbau des Sozialstaates resultieren. Der Staat versucht hier, die Bürger durch die staatlichen Medien, Kampagnen und Partnerschaften zum Spenden zu animieren. Und das zeigt auch ein Grundproblem von Charity. Die Menschen, die nicht für die Probleme und das Elend auf dieser Welt verantwortlich sind, werden von denen, die von dem Elend profitieren, dazu angewiesen, die finanzielle Bürde für eine Milderung dieser Zustände zu tragen. Ja, und ich würde es tatsächlich noch mal kritischer sehen, weil wir tatsächlich hier ja auch eine richtige Prekarisierung im sozialen Bereich, in der Arbeit sehen. Weil, ich meine, Ehrenamt und Freiwilligenarbeit ist in Deutschland ein riesiges Phänomen. Wir haben Millionen von Menschen, die im Ehrenamt oder in Freiwilligenarbeit tätig sind. Das bietet einen riesigen Pool an unbezahlter oder extrem günstiger Arbeit im sozialen Bereich. Da versucht man natürlich auch immer, gerade darüber, dass es eben nicht bezahlt wird, steckt ja auch schon im Namen Ehrenamt, eine besondere Edelmütigkeit zu unterstellen. Ja. Und das soll ja dann auch reichen. Und man möchte es natürlich auch nicht mit einem gerechten Lohn irgendwie verschandeln, weil dann wären ja wieder finanzielle Interessen. Ich möchte mal an dem Punkt anmerken, dass ich es auch wirklich witzig finde, wie sowohl eigentlich auch schon in dem Reinigungsgedanken der Zaka, der Almosensteuer im Islam, als auch hier mit dem Ehrenamt eigentlich immer wieder Herrscherfiguren auch anerkennen, dass das, was sie da eigentlich mit ihrer Marktwirtschaft haben, ein moralisch unfassbar schmutziges Geschäft ist. Ja, und ich finde auch die Parallele bezogen auf dann die christliche Argumentation in dem Fall auf, warum man dann jetzt zum Beispiel in einer sozialen Einrichtung, die man kontrolliert, die Löhne nicht erhöht oder bestimmte Zahlungen dann nicht gibt. Da ist es auch oft so, dass man sich halt auf die christlichen Werte halt beruft. Dass man ja eigentlich dann, das habe ich schon so oft von Genossinnen und Genossinnen gehört, die in entsprechenden Einrichtungen arbeiten, dass man ja einfach nur dankbar sein kann, dass man überhaupt Geld dafür bekommt, weil man macht doch was total Nächstenliebiges, was total Fürsorgliches, einfach ein Dienst in der Gesellschaft. Und das ist doch einfach was total Schönes. Und dann kann man doch auch mal auf ein bisschen Geld verzichten, oder nicht? Da kommt man dann auch viel näher dieser Vision von, dass man selber was gibt und selber so die Welt aus den Augen der Armen sieht und auch sich dem so annähert, weil Reichtum, das ist ja was Verpöntes, das sollte man nicht haben, das sollte höchstens dann der Chef der Diakonie haben, aber warum die Arbeiter? Ich glaube, man darf das an dem Punkt dann auch nicht falsch verstehen, wir wollen uns jetzt nicht über die Leute im Ehrenamt lustig machen, so, das ist eine, es ist tatsächlich so, dass man sagen kann, dass hier wirklich von den Leuten auch gelebte Solidarität gezeigt wird. Und die Gesellschaft aufrechterhalten wird. Die Gesellschaft im Endeffekt aufrechterhalten wird in vielen Bereichen, gerade eben nach den neoliberalen Umstrukturierungen. Aber es geht halt darum, dass das, was von staatlicher Seite, von den Politikern, von der Wirtschaft damit gemacht wird, eine absolute Schande ist. Und dass da auch eigentlich viel mehr Kämpfe geführt werden müssten und man auch dieses Dogma von dem, wie sie eigentlich das darstellen und wie sie am Ende davon profitieren, gebrochen werden muss. Aber es ist ja am Ende des Tages auch dieses Paradoxon von sozialer Arbeit und Ehrenamt und diesem ganzen Bereich, der diese Gesellschaft aufrechterhält. Klar, es stabilisiert dieses System am Ende des Tages, aber es muss auch gemacht werden und es raubt halt auch den Leuten, die in diesen Bereichen aktiv sind, ja auch die Kraft, um halt dieses System grundsätzlich dann zu hinterfragen und anzugehen. Und das Problem ist halt hier auch, dass, und das speziell natürlich auch die soziale Arbeit komplett entpolitisiert wurde und dass es dort in den 80er Jahren immer eine viel, viel breitere
radikal Linke gab, die dort auch entsprechend mit der sozialen Arbeit verwoben war und die revolutionäre soziale Arbeit gemacht hat. Sicherlich ein spannendes Thema, wo man nochmal gesondert drauf eingehen kann. Ein Thema, was ja wahrscheinlich 80% unserer Hörerschaft betrifft, weil ihr alle wahrscheinlich Studenten im sozialen Bereich seid. Ich weiß noch, als ich in die anarchistische Bewegung mit meinem Logistikstudium kam und die Vorstellung. Ist er Bulle? Alle entweder arbeitslos oder soziale Arbeit. Soziale Arbeit versucht der Staat auch selber in staatliche Bahnen zu lenken, weil man möchte natürlich auch diesen riesigen Pool, den man da hat, immer mehr erweitern. Und das funktioniert natürlich auch, wenn man den Leuten das dann noch versucht, über bestimmte Programme schmackhaft zu machen. Wir alle kennen das Freiwillige Soziale Jahr oder das Freie Ökologische Jahr, was es ja auch schon deutlich länger gibt. Aber auch seit 2011, weil die beiden vorherigen eher auf Jugendliche zugeschnitten sind und eine Altersgrenze haben, wurde dann auch der Bundesfreiwilligendienst eingeführt, der auch Leuten nach dem 27. Lebensjahr offen steht und für manche tatsächlich auch, wie ich gelesen habe, gerade in Ostdeutschland, eine Alternative zur Arbeitslosigkeit mit seinem Taschengeld darstellt, wo man dann eben, muss man wirklich sagen, sehr schmalen Nebenverdienst hat. Was wir hieran wirklich gut sehen können, ist eben der Versuch vom Staat, Ehrenamt noch viel stärker in prekäre Beschäftigung zu wandeln, zeigt dann auch dieses Locken durch die niedrigen Vergütungen. Ich selber habe tatsächlich das auch schon mal gemacht. Ich habe an einer Schule gearbeitet in einem Modell von Ehrenamt mit Vergütung. Das konntest du dann eben als Ehrenamt auch anrechnen lassen. 250 Euro darf man, glaube ich, dazu verdienen. Genau. Mhm. Und das wird eben vor allem bei zwei Demografien gemacht. Eben, wie wir gerade gesehen haben, gibt es viele Programme, die dann auf Jugendliche, auf Studenten oder Leute, die nochmal sowas neben der Ausbildung machen, ausgerichtet sind. Aber was auch immer stärker wächst, und das sehen wir ja auch nicht nur mit der Erhöhung des Rentenalters, sondern auch mit den diversen Programmen, dass man eben versucht, immer stärker auch wieder Rentnerinnen, Rentner in die Arbeit zu locken. Mhm. Und da gibt es dann auch jetzt für viele Rentner die Möglichkeiten, durch solche Tätigkeiten, durch diverse Programme eben für ihre schmale Rente dann dazu verdienen und noch was wirklich Ehrenwürdiges zu tun. Ja, und wir haben ja jetzt auch über die großen wohltätigen Verbände gesprochen. Aber wir haben ja auch schon in unserer Folge über den Great Reset, die wir zusammen mit Alfred aufgenommen haben, darüber gesprochen, dass auch bei Unternehmern und Kapitalisten diese Rolle immer mehr Anklang findet. Dass es da ganz neue Konzepte gibt und dass die Leute sich jetzt auch selber eher in der sozialen Rolle als den Staat sehen, der immer weiter seinen Sozialstaat zurückbaut. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen, über Unternehmen als Wohltäter. Ja, ist ja auch kein neues Phänomen, ne? Dass sich Unternehmen so präsentieren wollen als die Saubermänner, als total nützliche und gute Konstrukte für diese Gesellschaft. So richten Unternehmen auch zu Hochzeiten der Arbeiterbewegung Charity-Maßnahmen ein, um sich in besseren Stand zu ergattern. Diskussionen um soziale Verantwortung im frühen 20. Jahrhundert oder die Zusammenarbeit mit religiösen Einrichtungen. Aber der große Boom kommt dann in den 70ern. Ja, und um den zu verstehen und auch die heutige ethische Ausrichtung von Unternehmen zu verstehen, muss man sich eigentlich erst die Gegenseite angucken. Man muss sich nämlich fragen, was war zu dieser Zeit der herrschende Grundsatz in der Unternehmensethik? Und passenderweise zum Beginn der 70er formulierte nämlich Milton Friedman in einem Essay für die New York Times die berühmt gewordene Friedman-Doktrin. Zusammengefasst ist das, ein Unternehmen bzw. die Unternehmensführung sind nur sozial für ihre Aktionäre verantwortlich. Geld, das von der Unternehmensführung für soziale Zwecke ausgegeben wird, wird aus den Taschen der Aktionäre oder der Kunden oder der Angestellten ausgegeben. Ethisch ist es nur, wenn diese selber ihr eigenes Geld für eigene Zwecke ausgeben. Das heißt, ein Unternehmen soll sich nicht an Philanthropie beteiligen oder eigene wohltätige Organisationen einrichten. Jan Friedman formuliert das wirklich selbst sehr gut und man könnte es eigentlich als das erste Gebot des Neoliberalismus bezeichnen. The business of business is business. Ja, und in den späten 70er und frühen 80er Jahren begann dann auch mit Thatcher und Reagan die Ära des Neoliberalismus. Und in diesem Klima wurde dann das, was wir eigentlich heute als herrschende Unternehmensethik kennen, formuliert, nämlich die Stakeholder Theory, die sich genau dagegen gewandt hat. Man nannte nämlich auch diese Idee um die Friedman-Doktrin die Shareholder Theory. Also Unternehmen sind nur sozial verantwortlich für
ihre Aktionäre, für ihre Shareholder. Bei der Stakeholder-Theory geht es eben darum, dass Unternehmen verantwortlich für alle sind, die von den Aktivitäten des Unternehmens beeinflusst werden oder ohne die das Unternehmen nicht existieren könnte. Also hier werden natürlich dann unterschiedliche Grade des Anspruchs formuliert, aber das Unternehmen wurde, kurz gesagt, als ein verantwortlicher Teil in einer Gesellschaft und auch außerhalb der ganz konkreten rechtlichen Ansprüche gesehen. Und die dann eben Anspruch auf die soziale Verantwortung des Unternehmens haben, wurden als Stakeholder bezeichnet. Und hieraus wurde dann auch der Begriff der Corporate Social Responsibility entwickelt, den man heutzutage eigentlich auf jeder Website eines großen Unternehmens finden kann. Ja, und wer sich heute einfach mal ein paar Werbeclips auf YouTube anschaut oder die kleinen Labels, die auf die ökologischen Vorteile von einem Produkt hinweisen, der wird schnell sehen, welcher von den beiden Ansätzen, Shareholder oder Stakeholder Theory, sich durchgesetzt hat. Inzwischen wird auch von Seiten des World Economic Forum, da haben wir, wie gesagt, in der Great Reset-Folge drüber gesprochen, auch von einem Stakeholder-Kapitalismus gesprochen, wie zum Beispiel auch von dem Chefideologen himself, Klaus Schwab, in seinem 2021 erschienenen Buch. Zuerst kann man natürlich denken, ja gut, der Stakeholder-Ansatz klingt zuerst wirklich als eine bedeutendere Verbesserung zum gegenübergestellten Shareholder-Ansatz und bei einer Person, die mit Thatcher, Reagan und Pinochet ideologisch in Verbindung gebracht wird, ist das natürlich auch irgendwo naheliegend. Aber da kann man ja auch fragen, ist das jetzt wirklich so? Natürlich, zuerst scheint es paradox zum eigentlichen Sinn eines Unternehmens. Da könnte man ja eigentlich als Anarchist oder Marxist tatsächlich beschämenderweise jetzt mal Friedman recht geben. Aber ich glaube, man muss den Stakeholder-Ansatz auch als eine Reaktion auf die gesellschaftlichen Veränderungen durch starke soziale Bewegungen sehen. Anpassungskapitalismus, so wie wir das immer wieder erleben und was ihn ja auch auszeichnet, dass er das gut kann. Absolut richtig, weil ich meine, was waren denn die 60er bis 80er Jahre für eine Zeit? So, wir hatten richtig große soziale Bewegung. Wir haben den Aufbau von heute einfach nur mit Greenpeace in den 70ern als ein Beispiel von wirklich großen, neuen agierenden, international agierenden neuen NGOs. Und es gab einfach einen immer stärkeren Druck auf die Unternehmen von der Straße, aber auch von den Leuten selber, die durch diese Bewegung geprägt wurden, weil zu der Zeit etablierte sich auch die Bewegung des ethischen Konsums. Die Leute haben viel mehr darauf geachtet, es ging nicht mehr einfach nur um einen Lifestyle, der vermittelt werden sollte, also jetzt mal Lifestyle bereinigt von sozialem Engagement, oder um die technischen Vorteile von einem Produkt. Und man hat da einfach auch eine riesige Chance gesehen in einer Art von neuem Marketing. Und ich würde auch sagen, das ist eben der Grundstein, der da gelegt wurde für die heutige Wichtigkeit von sozialen Zwecken, von Wohltätigkeit, von Aktivismus in einem Produkt selber, was vermarktet werden soll. Wie es ja immer die entscheidende Antriebsfeder des Kapitalismus ist, sich neu zu erfinden, um neue Absatzmärkte zu gewinnen. Dass man eben dann diese ganzen stinkenden Hippies, die es irgendwie in den 80er Jahren gab, auch mal wieder schön an den Konsumtempel ranbekriegt irgendwie, ne? Ja. Dass man denen halt auch irgendwas nahe bringt, wo die halt auch Bock drauf haben. Und genauso wie jetzt halt, wo es dann mit dem Veganismus eine Bewegung gab, wo kleinere Unternehmen sich eher gebildet haben, die davon gelebt haben oder es auch eher aktivistische Kreise waren, die das halt gepredigt haben. Und das hat der Kapitalismus auch erkannt. Und dann haben halt auch große Fleischkonzerne halt einfach gesagt, yo, let's go. Jetzt machen wir halt auch unsere vegane Produktkette, nicht weil wir irgendwie Tiere so toll finden und irgendwie das alles total ethisch super finden, primär, sondern einfach, weil es ein Absatzmarkt für uns ist und schwuppsdiwupps sind auch diese ganzen kleinen Anbieter in der Bedeutungslosigkeit verschwunden und die ganzen Leute fressen jetzt halt, wir übrigens auch, weil die einfach lecker ist, aber die Wurst vom Rübenwalder Mühle und halt nicht mehr vom kleinen Öko irgendwas bisschen noch DIY oder was auch immer vegan Anbieter und noch mit so ein bisschen antikapitalistischen Bewusstsein, der dann auch nochmal ein bisschen was rüberschiebt für politische Zwecke oder so. Hierbei auch nochmal ein kleiner Shoutout an die Salami-Baguette-Style von Billy Green. Finde ich wirklich gut. Ja, aber das ist absolut richtig und es sind, glaube ich, auch nicht nur neue Absatzmärkte, die versucht werden, da zu erschließen, sondern es ist auch einfach die Angst, wie du es gerade mit dem kleinen Anbieter angesprochen hast, vor Bewegungen, die auch ja im Endeffekt eine Anti-Konsum-Einstellung haben, wie es ja auch in Teilen der veganen Bewegung am Anfang war, die ein viel
umfassenderes Konzept hat oder auch in der ganzen Kritik von den diversen sozialen Bewegungen eben zu dieser Zeit. Und da muss man natürlich irgendwie ein Signal senden, wir hören euch so. Wir ändern uns, damit ihr weiterhin schön konsumieren könnt. Und dafür haben wirklich die Unternehmen unfassbar viel Geld in die Hände genommen und haben beispielsweise in jedem relevanten Unternehmen inzwischen eigene CSR-Departments eingerichtet, die ganz darauf hinarbeiten, am Ende des Jahres gute Reports zu veröffentlichen, in denen sie dann festhalten, wie stark sie ihre sozialen Folgen, CO2-Ausstoß, dem Müll oder der nicht diversen Ausbeutung der Menschen etwas abgefedert haben. Und spannend ist hier, weil ich musste mich auch mal in einem Universitätskontext ein bisschen damit auseinandersetzen, dass man echt auch sehen kann, wie dünn teilweise so frühere Reports waren, in denen dann willkürlich einfach zusammengefasst wurde, wir haben hier irgendwie an ein SOS-Kinderdorf gespendet, da haben wir lokal mal eine Abendspeisung oder so mitgemacht, da hat sich unser Präsident irgendwo von einer obdachlosen Unterkunft abgelichtet. Hin zu einem Trend, dass diese Reports wirklich in knallharten Zahlen versuchen darzulegen, da und da wurde das eingespart. Also ich hatte mir dazu mal den Tipico-Report, der sich dann von CSR zu ESG-Report umgenannt hat, mal durchgelesen, der wirklich über 100 Seiten in allen möglichen Sachen versucht zu zeigen, da haben wir ein bisschen CO2 eingespart, wir fliegen jetzt nicht mehr nur, sondern wir haben über Corona auch Zoom-Sitzungen gemacht, das heißt, wir reisen jetzt nicht mehr irgendwie nach China, um uns da die Zahlen für die lokalen Fußballligen irgendwie zu holen, sondern wir machen das jetzt über Zoom. Spannenderweise, was fast keinen Raum eingenommen hat bei Tipico, war der Spielerschutz und die Hilfe für Spielorganisationen. Es ging fast nur um CO2-Einsparung. Was witzig ist, weil in der eigentlichen öffentlichen Diskussion, abseits von diesen Berichten vielleicht auch, und wie sie sich verkaufen, kann man eigentlich denken, dass sie die größten Spielerschutzorganisationen der Welt sind. Ja, das wird ja fast, also ich meine, du hast kirchliche Verbände, aber die Spielanbieter selber stecken ja auch unfassbar viel Kohle in die Prävention der Schaffung ihrer eigenen Misere. Richtig. Ja, und da kann man vielleicht auch kurz über die aktuellen Trends da drin sprechen, weil ich hatte es schon gesagt, dass ich dass ich jetzt im Fall von Tipico, aber auch bei vielen anderen eben diese Corporate Social Responsibility Reports dann eben zu ESG Reports umbenannt haben, Economic Social Governance. Das ist im Endeffekt auch ein relativ austauschbarer Begriff. Aber was man schon darunter sieht, in dem wie diese Reports sich ändern, ist eben, dass es immer mehr darum geht, konkrete Messungen. Es werden Standards eingeführt, wo man dann am Ende auch so nette Labels haben kann, wie beispielsweise Fairtrade oder hier die internationale Normung. ISO ist da auch ganz weit voran, solche Standards zu entwickeln. Und es wird wirklich versucht, da auch so einen sehr einfach einsehbaren Konkurrenzkampf aufzumachen zwischen den unterschiedlichen CSR- bzw. ESG-Departments der Firmen. Weil die kann man dann nämlich in so Benchmarks zusammenfassen. Und das wird inzwischen selbst von jetzt so großen Finanzunternehmen wie Moody's gemacht, die eigentlich dann für Kreditwürdigkeit oder Ähnliches solche Benchmarks rausgeben, wo man dann eben auch diese unterschiedlichen ESG-Scores dann vergleichen kann, wo die Unternehmen sich dann am Ende immer mit einem häufig dann mit einer Preisauszeichnung darstellen können. Wir sind das nachhaltigste, wir sind das diverseste Unternehmen überhaupt. Und da kann man sich natürlich fragen, das ist ein riesiger Aufwand und es gibt super viel Professionalisierung dazu mit eigenen Unternehmen, die sich nur noch damit befassen, Firmen dazu zu beraten, irgendwie ihre ESG-Reports zu perfektionieren, wenn so viel Kohle da reingesteckt wird. Das kann doch auch nicht nur Marketing und Angst vor Protest sein, da können doch auch noch ein paar andere Gründe hinterstecken. Ja, was mir jetzt gerade direkt in den Kopf geschossen ist, wäre auch, dass es ja gerade sehr, sehr viel in der Diskussion ist bezüglich Klimaschutz, bezüglich des Klimawandels, wo dann einfach die Politik ja immer weiterhin sagt, dass man das sehr viel einfach eine Eigenverantwortung der Unternehmen überlässt und die scheint dann auch eine der primären Strategien der Unternehmen zu sein, um das entsprechend darzustellen, dass man das ja vermeintlich tun würde und so natürlich auch die Hoffnung hat, dass man bestimmte staatliche Regulierung und staatliche Eingriffe abmildern kann und vielleicht auch die Massen ein Stück weit noch beruhigen kann, weil da vielleicht die Leute ja dann auch punktuell mal mitbekommen, ach guck mal, die tun noch so viel und so. Und das heißt also, es geht diesen Unternehmen auch um eine Verankerung in gesellschaftlichen Netzen und um die Schaffung von Abhängigkeitsstrukturen gegenüber entsprechenden Unternehmen. Sowohl von individueller Seite, so dass zum Beispiel Protest gegen oder Arbeitskämpfe in besonders wohltätigen Strukturen nicht
sonderlich naheliegend sind und natürlich auch viel schwieriger zu vermitteln. Ja, da habe ich beispielsweise auch mal mit einem Genossen drüber gesprochen aus Bavü. Der hatte mir mal erzählt, dass im Rhein-Neckar-Kreis das gigantische Softwareunternehmen SAP ansässig ist, generell eins der größten deutschen Unternehmen, und so viel vor Ort an philanthropischen Sachen unterstützt, an wohltätigen Zwecken, dass es überhaupt nicht naheliegend ist, dort einen Protest zu machen, weil die Leute einfach so ein gutes Bild von diesem Konzern haben und einfach der so wichtig für die Infrastruktur, für diverse Sachen, für den Sport vor Ort ist. Als auch von staatlicher Seite besteht natürlich auch mehr die Abhängigkeit, dabei zu widerhandeln gegenüber unternehmerischen Interessen, die Finanzierung für soziale Einrichtungen oder die Arbeit der eigenen Stiftungen und Organisationen im Staat oder der Region zurückgezogen werden kann. Und als letztes gibt es in den Top-Unternehmen auch einen harten Kampf um junge, hochausgebildete Arbeitskräfte. Da spielt natürlich die Entlohnung und die Arbeitsbedingungen eine sehr wichtige Rolle, wo man jetzt letztendlich hingeht. Häufig ist es aber auch so, dass viele gerade im Westen ein stark liberales Bewusstsein haben und den Wunsch einfach verspüren, etwas Gutes zu tun. Und da kann man auch beispielsweise die Deloitte-Studie von 2023 zu Millennials und Generation Z in Deutschland sich anschauen, dass diese entsprechenden Arbeitskräfte die Unternehmensführer in einer sehr, sehr großen Verantwortung sehen, Soziales zu leisten und Gutes zu tun. Sie sehen die Unternehmen viel kritischer als weltweite Altersgenossen und sehen positive Entwicklungen im Unternehmen selber. Und eben ein Unternehmen, was als altbacken empfunden wird, was als eingefahren wirkt, was eben nicht klimabewusst, geschlechterneutral und was weiß ich alles betrachtet wird, hat eben einfach viel schlechtere Chancen, diese liberal geprägten, sehr wichtigen Arbeitskräfte für das eigene Unternehmen zu gewinnen. Da möchte ich auch nebenbei noch mal kurz sagen, als ich mal in diese Studie reingeschaut hat, hat mir das auch wirklich, auch im internationalen Vergleich, ein bisschen Hoffnung mit unserer Generation beziehungsweise der nach uns in Deutschland gemacht, wie kritisch Unternehmen und Marktwirtschaft auch gesehen werden. Wenn man sich dann halt so leicht blenden lässt, und dass dann einfach nur die Folge da ist, dass man halt zu dem Unternehmen geht, was sich am liberalsten ja, Propaganda aufstellt. Ja, das ist natürlich schade. Das ist dann auch so ein bisschen unsere Arbeit, ne? Dass richtig. Wir das schmackhaft machen müssen. Absolut. Ja, wie diese Verbindung aus Charity und kapitalistischer Ideologie zu Ende gedacht wird, sehen wir in der Idee des Philanthrokapitalismus, was uns zu unserem nächsten Punkt bringt. Wir haben es ja schon am Anfang angeteasert und uns gefragt, warum scheinen so viele Milliardäre gerade jetzt ihr soziales Herz zu finden? Ich meine, wir haben Tech-Milliardäre wie Musk, Gates, Zuckerberg, die im Giving Pledge versichern, mindestens 50% ihres Vermögens an wohltätige Zwecke zu geben. Es werden zahllose eigene Foundations gegründet. Bill und Melinda Gates Foundation, Zuckerberg und Chan. Das Ausmaß des sozialen Engagements scheint wirklich viel mehr in der Öffentlichkeit präsentiert zu werden als das eigene Anwesen oder die Luxusjacht. Warum ist das so? Die Zeiten von MTV Cribs sind vorbei, Leute. MTV Charity. Jetzt sind wir nur noch für diese ganzen Drecksbonzen irgendwelche Bäume pflanzen oder irgendeine Scheiße machen. Guck mal, diese Suppenkelle kann 3 Suppen gleichzeitig ausgeben. Außerdem befindet sich eine PlayStation 2 und ein Flachbildschirm darunter. Auch Obdachlose wollen ein gutes Fernsehprogramm haben, ne? Ja, bei dem gutes Streamingprogramm. Kurzen Blick beim Einkellen. Eben. Ja, erstens muss man sagen, es gibt natürlich ähnliche Vorteile für individuelle Kapitalisten wie für Unternehmen. Es ist erstmal ein gutes Marketing-Tool für bessere öffentliche Wahrnehmung. Wir haben auch die Einflussnahme bzw. das Abhängigkeitsverhältnis von ganzen Communities an der eigenen Stiftung, an den wohltätigen Organisationen. Und gleichzeitig auch für Einzelpersonen Zugang zu bestimmten Zirkeln, die sich in Organisationen um philanthropische Zwecke vereinigen. Also man muss auch sagen, Philanthropie ist einfach seit der Moderne ein wirklich beliebtes Hobby bei reichen Menschen und auch ein Statussymbol. Also für mich ist das auch immer, ich könnte da nur kotzen, wenn ich mal so Übertragung von solchen Spendengalen sehe, in denen die sich dann wirklich als, ja, die größten Menschenfreunde, im Endeffekt ist das ja auch, was Philanthropie heißt, so über Liebe zu Menschen da darstellen. Zweitens, es hat ganz direkte positive ökonomische Effekte. Neben dem indirekten ökonomischen Nutzen durch verbessertes Marketing und den Einfluss auf Staat und Gesellschaft gibt es einfach eine Vergabe von Finanzmitteln an eigene Stiftungen. Und das hat wiederum interessante steuerrechtliche Vorteile für die Reichen. Besonders spannend das Phänomen des Insider-Giving.
bei dem Aktien an Fremde oder eigene Stiftungen aufgrund von Insiderinformationen, die einen Verlust der eigenen Aktien voraussagen, zu günstigen Zeitpunkten vorher verschenkt werden. Hierbei kann von Steuervergünstigungen aufgrund der Spende profitiert werden und die strengen Gesetze zum Insider-Trading umgangen werden. Es wird Geld im Gegensatz zum regulären Verkauf gespart. Dies scheint vor allem in den USA ein Phänomen zu sein und in Deutschland haben wir da nichts zu gefunden, wie das Phänomen hier ist. Aber das ist auch ein gutes Beispiel, wo man dann mit vermeintlicher Charity auch noch Geld einsparen kann. Und drittens, es gibt eine Art der ethischen Revolution, ausgehend von den Eliten rund um das Silicon Valley und das WEF, die mit fast schon religiösem Eifer vorangetrieben wird. Stichwort Effective Altruism. Ja, vielleicht habt ihr sogar von diesem Konzept Effective Altruism, effektiver Altruismus, durch die wirklich auch in Deutschland sehr stark von den Medien behandelte Geschichte von SBF, Sam Bankman-Fried, gehört. Dem Gründer der Kryptohandelsplattform FTX und dem jungen Posterboy des effektiven Altruismus, der, ich glaube, das war noch letztes Jahr, zu über 100 Jahren Gefängnis aufgrund von Finanzverbrechen verurteilt wurde. Stabile Zahl. Ja. Ich glaube, es ist aber auch immer noch nicht alles abgeschlossen. Also könnten noch ein paar Jährchen draufkommen. Und der mit dieser Idee des effektiven Altruismus sein unternehmerisches Handeln auch begründete. Also, was ist effektiver Altruismus? Die Idee als ethisches Konzept hat seine Wurzeln in der Arbeit von Charakteren wie Shelley Kagan und Peter Singer. Den kennt man vielleicht aufgrund seiner Wichtigkeit für die Tierbefreiungsbewegung. Der hat ja auch das Buch Animal Liberation geschrieben. Auch eine sehr umstrittene Person aufgrund seiner ableistischen Position. Das Ganze wurde aber besonders populär durch die Lieblingsphilosophen der modernen und weltgewandten Eliten, nämlich William MacAskill und Toby Ord. Das sind wirklich beides Personen, wenn ihr mal auf YouTube zum Thema effektivem Altruismus schaut, zu denen zahlreiche, eigentlich zahllose Videos gefunden werden können. Schaut euch da beispielsweise, natürlich ist es ein TED-Talk, den TED-Talk von William MacAskill zu effektivem Altruismus an, wenn ihr wirklich einfach mal 10 Minuten so eine Zusammenfassung von der Idee haben wollt. Diese Bewegung, dieses ethische Konzept hat inzwischen wirklich einen recht hohen Organisierungsgrad. Beispielsweise mit der Organisation Giving What We Can, bei dem man sich verpflichtet, 10% angelehnt an den historischen Zehnt an wohltätige Zwecke zu geben. Und nach eigenen Schätzungen werden inzwischen ca. 46 Milliarden US-Dollar nach EA-Maßstäben verwaltet. Und was ist jetzt diese Idee? Ich meine, jetzt, jeder will sich jetzt nicht hier diese ganzen Videos von diesem komischen Bonzen angucken. Also fass doch mal bitte kurz zusammen, ja? Ich glaube, wir haben auch nicht so die große TED-Talk-schauende Community. Ja, die Idee verbindet eigentlich, wie der Name effektiver Altruismus schon sagt, Altruismus, also den Gegenbegriff des Egoismus, dem Handeln für andere, mit der Effektivität. Effektives Handeln für andere. Und da stehen zwei Konzepte hinter, nämlich erstens der Utilitarismus als Moralphilosophie. Also das ist was, was schon im 18. Jahrhundert von Bentham als ethische Idee formuliert wurde. Das Handeln nach dem Maßstab des größtmöglichen Nutzen für die größtmögliche Zahl an Menschen. Und zweitens, die moderne wirtschaftswissenschaftliche Methodik vereinfacht als Beispiel hier jetzt mal die Kosten-Nutzen-Analyse. Ich analysiere die Investition danach, wie viele Kosten ich habe und wie viel Nutzen daraus gezogen wird und wähle die Alternative mit der größten Differenz zwischen beiden, um am effektivsten zu investieren. Und hier wird dann mit diesem Konzept versucht, große Probleme in der Charity zu lösen. Erstens die Ineffektivität von Spenden durch starke Bürokratie, Korruption. Das kennen wir alle. Es wird gesagt, es wird irgendwo was gespendet. Ja, weiß ich nicht so recht, das Geld, das kommt doch eh nicht da an, wo es soll. Zweitens, dass Spenden nach Aufmerksamkeit passieren. Wir haben ja am Anfang schon drüber gesprochen, gerade ist Syrien, dann Ukraine etc. Trend und man spendet halt dafür, was gerade medial viel Aufmerksamkeit bekommt. Es werden endlos viele Spenden für Pandas und Eisbären oder für das lokale Tierheim gesammelt, statt für den dieses Jahr ausgestorbene Kawaii-Sichelkleidervogel.
Oh nein, der kreisige kleine Vogel ist auch. Ich hatte einfach mal, weil ich dachte, man kann ja wirklich mal sich so angucken, was dieses Jahr ausgestorben ist. Und ist wirklich ein schöner Vogel, den es leider jetzt nicht mehr auf Hawaii gibt. Aber es gibt halt einfach die Tiere, die große Aufmerksamkeit und viele Spenden bekommen. Und da gibt's dann beim effektiven Altruismus halt die Idee, es soll nicht dahin gehen, was viel Aufmerksamkeit hat, sondern da, wo es am effektivsten genutzt wird. Wahrscheinlich auch durch den starken Einfluss von Peter Singer wird da auch immer die Massentierhaltung als eins der großen Handlungsfelder ausgezeichnet, weil guck mal, wie viel Geld an diese ganzen beliebten Wildtiere geht, an die Tierheime und wie wenig für Massentierhaltung aufgebracht wird. Das Gleiche wird dann auch gesagt. Wahrscheinlich gegen Massentierhaltung, denke ich mal. Ja, genau, gegen Massentierhaltung. Das Gleiche wird dann auch bei mangelnder medizinischer Versorgung und Armut im globalen Süden gesehen. Und da kann man ja erstmal sagen, das hat irgendwo auch Hand und Fuß in seiner Kritik. Und man kann auch verstehen, wie Leute auf diesen Weg kommen, dass sie dann sagen, das klingt ja gar nicht mal so schlecht als eine Alternative zu regulärer Charity. Spannend wird's jetzt hier, dass das, was auch immer von den Leuten als anderes, extrem wichtiges Handlungsfeld formuliert wird, nämlich Auslöschungsszenarien wie Nuklearkrieg oder, jetzt kommt's, eine bösartige KI sind. Da muss man sich jetzt fragen, warte mal, wie kommen die denn jetzt zu diesem Punkt? Und das ist nämlich eine andere Schule, die extrem eng damit verwoben ist und wovon auch die ganzen Leute, die jetzt Fans von effektivem Altruismus in Silicon Valley und beim World Economic Forum sind, auch extrem überzeugt sind. Und das ist nämlich Long-Termism. Das ist die Idee, dass die Menschen in der Zukunft genauso viele ethische Ansprüche wie die Menschen im Jetzt haben. Das klingt jetzt erstmal so wie die deutsche Idee, die wir auch kennen mit dem Generationenvertrag. Das geht aber wirklich viel, viel weiter. Also wir reden jetzt nicht hier von einer oder zwei Generationen in der Zukunft. Das geht dann mit so Berechnungen einher, dass die Zahl der zukünftig lebenden Menschen als gigantisch ausgemacht werden kann. Also beispielsweise die aktuellen circa 8 Milliarden Menschen werden denen in 100.000 Jahren zukünftigen 13 Billiarden Menschen, die in dieser Zeit geboren werden, gegenübergestellt. Teilweise die menschliche Zukunft dann als potenziell noch hunderte von Millionen Jahren länger ausgemacht. Und das sieht man natürlich, was ist das für ein riesiger ethischer Anspruch? Wir wollen hier mit unseren 8 Milliarden Menschen irgendwie über was reden, aber guck mal, wie viele Billiarden Menschen, wie viel Nutzen da eigentlich für eingesetzt werden könnte. Wenn wir von solchen Zeitspannen reden, dann nehmen existenzbedrohende Szenarien logischerweise auch einen extrem bedeutenden Raum ein. Klimawandel, Krieg, Pandemien, aber auch solche Sachen, die bei den Vertretern davon natürlich extrem gut ankommen, wenn wir uns jetzt so Fans von der Idee wie Elon Musk anschauen. Künstliche Intelligenz und die Flucht von der Erde durch Raumfahrt. Ja, und ich denke, hier merkt man sehr schnell, warum viele Milliardäre mit dieser Idee liebäugeln. Denn erstens sprechen der wissenschaftliche Ansatz und die Quantifizierung Personen aus der Wissenschaft und der Wirtschaft an. Stellt einen ethischen Ansatz der technokratischen Elite dar. Aus der Wissenschaftlichkeit ergibt sich auch die Darstellung, dass was die Einzelperson Milliardär tut, erwiesenermaßen das Ethischste ist. Und zur Widerhandlung oder Aktivismus anderer nur dieser entsprechenden angeblichen Wissenschaft entgegensteht. Ja, und das wird zweitens auch von EA-Seite immer wieder betont, dass, wenn wir uns die Geschichte anschauen, zumindest nach ihrer Geschichtsforschung, aus Revolution gelernt werden kann, dass eigentlich immer mehr Leid und schlussendlich ein Scheitern daraus resultieren von dem Gesellschaftsentwurf. Dass das uns auch eigentlich schon zeigt, und natürlich die riesigen Finanzmittel, die zur Verfügung stehen, die unfassbaren Geldmengen im Vergleich zu früher, damit auch die Ressourcen, jedes Problem innerhalb des Systems gelöst werden kann, wenn einfach nur richtig dieses Geld über effektiven Altruismus verteilt wird. Das ist ja auch nichts Neues. Ich möchte hier mal sicherlich jetzt ein eigentlich nicht direkt einleuchtender Vergleich, das mal mit dem vergleichen, was für ein Bild von Charity im Islam gezeichnet wurde. Da ist beispielsweise überliefert von dem zweiten Kalifen, zumindest nach sunnitischer Meinung, dem Kalifen Omar, dass einfach nur durch die 2,5% Almosensteuer Zakka eine ideale Gesellschaft durch Charity erreicht werden konnte. Dass unter seiner Herrschaft die Staatsfunktionäre zu ihm gekommen wären und gesagt haben, ey, wir finden niemanden mehr, an den wir die Almosen verteilen können. Und dann Krankenhäuser für Tiere gebaut wurden. Also weiß jetzt nicht, ob das genauso stimmt. Aber man muss auch sagen, solche Ideen, die wirklich sagen, wir können alles eigentlich mit Charity lösen, haben natürlich auch ein unfassbar trauriges Verständnis von idealer Gesellschaft. Ja, und es ist an der Stelle auch eine Unterfütterung der Ideologie vom Ende der Geschichte, es gibt keine Alternative zum Kapitalismus, ne?
Ja, absolut. Und daraus folgt dann eigentlich auch drittens, wenn es nur genug Geld für effektive Wohltätigkeit braucht und gar keine revolutionären Veränderungen, dann sollten die Leute, die viel Gutes tun wollen, auch viel haben. Und da steht auch immer dieses Konzept des effektiven Altruismus, Earning to Give, im Raum. Das wird beispielsweise von Peter Singer formuliert und ermutigt dann Menschen dazu, als ethische Haltung in Berufe zu gehen, in denen sie mehr verdienen. Da gibt es beispielsweise auch schon eine ganze Beratungsorganisation, 80.000 Hours, die dann Leute dazu berät, wie kann ich möglichst gut Ethisches tun, aber auch möglichst viel Geld verdienen, um das dann wieder an wohltätige Zwecke zu geben. Und da kann man sich dann auch vorstellen, warum so Finanzverbrecher wie Sam Bankman-Fried dann davon angezogen sind. Also, um ethisch zu handeln und Probleme zu lösen, muss der eigene Beruf bzw. die Position als Milliardär gar nicht aufgegeben werden. Das ist wirklich so eine Form der Reinwaschung nach einer christlichen Logik. Nur so für den modernen Milliardär, ne? Genau. Ja, und das alles ist dann viertens am Ende auch einfach nur ein unfassbar gutes Argument von Liberalen und Libertären wieder, wie du es auch schon gesagt hast, um internationale Deregulierung der Märkte zu argumentieren. Da schaut mal von privater Seite, gerade von den Gewinnern des Systems, doch von sich aus so viel Gutes getan wird und im Gegensatz zum Staat auch gar nicht mit einer beschränkten nationalen Perspektive, sondern mit internationaler Ambition. Und da werden natürlich dann auch immer so gerne so besonders schnelle Handlungen wie die Bereitstellung vom Internet durch Starlink, durch Elon Musk für die Ukraine, als das Internet ausgefallen war, als unbürokratische Alternativen dargestellt. Das funktioniert natürlich auch in den Fällen dann nur, weil wir ein unfassbar hierarchisches System darin haben. Im Endeffekt wird damit auch einfach nur so ein Konzept, wie man das ja häufig eigentlich auch bei Anarchokapitalisten findet, von einem System aus ein paar großen, superintelligenten, superrational handelnden Milliardären aufgebaut, die gar nicht mehr demokratische Anteilnahme von den Leuten unter sich brauchen, um solche Entscheidungen zu finden. Weil guck mal, sie handeln ja so schnell, sie handeln ja so effektiv. Ja, und ich glaube, als wirklich diese antidemokratische Tendenz in der internationalen modernen Elite, muss man das dann auch sehen. Es geht wirklich da einfach darum, die Handlungsmacht, die Veränderung der Gesellschaft weg aus, ja, sogar den Händen des parlamentarischen Staates mit seinen paar demokratischen Kontrollmechanismen zu nehmen, aber vor allem aus den Händen von uns, aus den Händen der Arbeiter. Und diese ganze Macht mit dem Argument der Wissenschaftlichkeit, der möglichst großen Effektivität in die Hände von den Milliardären zu führen, die ja nicht ohne Grund in ihrer Position gelandet sind. Die müssen ja wirklich was im Köpfchen haben. Und dann können sie natürlich auch mit ihrem Geld am besten was machen. Und vielleicht sollten wir das alles dann auch so zusammenfassen, wie es Sam Bankman-Fried, der Posterboy vom effektiven Altruismus, in einem Interview nach seiner Verhaftung selber zusammengefasst hat. Es war ein dummes Spiel, das wir Woke-Westler spielen, indem wir die richtigen Wörter sagen, damit jeder uns mag. Zum Abschluss unserer heutigen Folge wollen wir, so wie wir es häufig tun, dann auch über unsere eigene Perspektive und in dem Fall dann über revolutionäre Charity sprechen. Weil man kann sich ja nach all dem, was wir jetzt gehört haben, hier fragen, gibt es denn einen notwendigen Widerspruch zwischen Charity und revolutionärer Organisation? Und mehr noch, wie müsste eine revolutionäre Charity, wenn es diesen Widerspruch nicht gibt, eigentlich aussehen? Erstmal ist es nach anarchistischer Ethik der gegenseitigen Hilfe logisch, solidarisch untereinander zu handeln und deswegen auch zu helfen. Nur unser Verständnis ist ja keines, was die Form der indirekten Natur der Charity und der Spende, so wie wir sie aufgezeigt haben, einfach so weiterlaufen lässt, sondern für uns geht es ja darum, selber ein aktiv handelnder Teil zu sein und eine aktive revolutionäre Haltung zu entwickeln und diese auch weiterzugeben an andere Menschen. Und hier ist es auch ganz zentral, dass wir uns eben abgrenzt von einer marktwirtschaftlichen Logik, wo wir im Prinzip auch als Revolutionäre nur eine Form des besseren Berufs machen, eine Form der ja auch besseren sozialen Arbeit, sondern es geht eben darum, einen revolutionären Aufbau zu betreiben mit allem, was wir tun und dementsprechend auch mit den Charity-Angeboten und Elementen, die wir schaffen. Das ist, und das ist auch selbstverständlich, denke ich, immer nur zu einem gewissen Grad möglich. Denn manchmal ist es auch einfach so, dass wir in unseren Kämpfen und in unseren Projekten und Handlungen einfach Leuten auch helfen, so ohne da jetzt halt das größere Ziel da drin zu haben oder da irgendwie davon auszugehen, dass das Ganze sich jetzt, was weiß Gott, zu einem revolutionären Kampf oder was weiß ich was entwickelt. Das ist einfach manchmal so, weil natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Nachbarschaftsraum oder so aufbauen,
dann kommen auch einfach Leute einfach mal so, die Hilfe in irgendwas brauchen. Und dann macht man das halt auch, weil das einfach Teil von einem Selbstbild ist, Teil von natürlich auch von dem, was man da bereitstellt. Selbst wenn man weiß, dass es vielleicht einen begrenzten Effekt hat, weil die grundsätzlichen Lebensumstände dieser Person dann nicht geändert werden. Dennoch gibt es hier aber auch ähnliche Effekte wie in religiöser Charity, dass Personen durch wohltätiges Handeln an revolutionäre Organisationen gebunden werden bzw. in Kontakt kommen. Und ich finde, hier gibt es auch punktuell Schwächen in unserer Bewegung, dass man die soziale Arbeit, die man letztendlich macht, auch einfach sehr, sehr schwach nur vermarktet und darstellt. Weil natürlich machen wir diese Sachen nicht im Vergleich zu auch vielen anderen Akteuren, weil klar haben wir jetzt auch gesagt, es gibt auch in religiösen Institutionen noch Leute, die das halt wirklich machen, weil sie davon überzeugt sind, weil sie Gutes tun wollen. Aber wie viele gibt es dann eben halt irgendwelche solche Leute wie Kollega und was weiß ich, die da sich hinstellen und die Image aufpolieren in breiter Öffentlichkeit? Und ja, das, was wir machen, das sieht halt niemand. Natürlich wollen wir uns auch nicht in der Form darstellen. Natürlich wollen wir auch nicht das eben nur für irgendwie die Öffentlichkeit machen. Aber wir müssen das doch auch für die Öffentlichkeit machen. Wenn wir das gar nicht darstellen, dass Anarchistinnen Gutes tun, dass Anarchistinnen einfach Menschen helfen und dass das ganz selbstverständlicher Teil von unserem Leben, von unserer Philosophie und unserer Weltanschauung ist, ja, dann ist es eben auch nicht Teil von einem revolutionären Aufbau, weil dann machen wir es ja auch tatsächlich nur für uns selbst, wenn wir nicht auch damit Leute erreichen wollen. Und das ist eben über Charity, revolutionäre Charity letztendlich auch möglich, weil die Leute eben sagen, wow, die machen gute Sachen, die tun Gutes für die Menschen, da möchte ich auch mit dabei sein, da möchte ich auch mithelfen. Und vielleicht dann auch sogar noch mit der Idee dahinter, dass die Leute sagen, ey, die machen genau das, was ich bislang an Charity kritisiert habe, auch einfach besser. Ja. Die bieten viel direktere Möglichkeit, wo die Leute auch selber aktiv werden. Hier kann man natürlich dann auch sagen, okay, warum sollte man denn gerade jetzt revolutionären Strukturen überhaupt Geld geben, wenn es doch so viele andere, viel erfolgreichere, viel bedeutsamere gesellschaftliche Strukturen von irgendwelchen Unternehmen oder vom Staat finanziert oder was weiß ich gibt, die einfach ganz andere Ressourcen haben als wir, wo wir einfach dann auch im Vergleich vielleicht sogar von dem, was ganz praktisch dabei herauskommt, wenn wir jetzt, sag ich mal, sagen, wir fangen jetzt irgendwie an, Bäume zu pflanzen, was man ja machen kann, was jetzt als Projekt für eine Nachbarschaft oder so, dann können wir halt nicht in dem gleichen Maße Bäume pflanzen wie Krombacher. Ja, ne, ja, ist ja einfach so. Werden wir wahrscheinlich halt nicht schaffen. Warum sollte man dann nicht Krombacher unterstützen? Weil die haben doch einen viel größeren Impact am Ende des Tages. Weil man dann nicht alkoholkrank wird? Zum Beispiel. Gab doch immer den Baum für den Kasten, ne? Ja. Zum Beispiel, aber das ist ja auf jeden Fall eine Frage, mit der man sich dann konfrontiert sieht, wo wir auch gute Antworten drauf finden sollten. Und gleichzeitig darf bei diesem Fokus auf den langfristigen Aufbau auch nicht vergessen werden, dass akute Hilfe manchmal notwendig ist, beziehungsweise sowas wie ärztliche Versorgung in Krisengebieten oder Kriseninfrastruktur. Ich denke, es ist klar nicht unsere primäre Aufgabe, aber wenn man jetzt einfach auch, weil wir diese entsprechende Schwäche halt gerade haben, wenn man halt in einer gesellschaftlich sehr starken Position ist, dann sieht das natürlich auch nochmal irgendwann anders aus, weil man dann ganz andere Ressourcen und Möglichkeiten hat. Dennoch sieht man aber zum Beispiel bei so einer großen Naturkatastrophe wie im Ahrtal oder so, wo dann halt alles überschwemmt ist, wie wichtig es ist, da dann auch präsent zu sein und auch ein wahrnehmbarer Teil von solchen Hilfen dann zu sein. Und auch seine Möglichkeiten, die man dann nun mal hat, einzubringen, weil es dann einfach ein Elend gibt, was halt auf unsere NachbarInnen, auf unsere Arbeitskolleginnen, auf unsere Freunde und so weiter halt einprasselt. Und dann sollten wir natürlich auch, wenn es möglich ist, unsere Strukturen da hineinwerfen. Ja, ich würde sogar auch in solchen Situationen sagen, dass ich da es auch wirklich sinnvoll finde, wenn die Leute dann einfach an die Organisationen, die gerade auch was machen, Geld geben, wenn es da einen Mangel gibt. Beispielsweise auch jetzt mit der Situation in Gaza-Stadt, da finde ich, sollte man jetzt auch nicht unbedingt darauf warten irgendwie, dass die revolutionäre Hilfsorganisation jetzt da kommt, die irgendwie in der Situation jetzt einen ganz langfristigen Aufbau von Infrastruktur und so machen will, sondern dass man, wenn man das Geld dann auch übrig hat, wirklich dann auch an die Organisation einfach spendet, die gerade vor Ort sind und aktiv in der Situation dann Leben retten. Ja, und am Ende des Tages ist finanzielle Hilfe an revolutionäre Organisationen auch immer was akut gebraucht wird, weil wir nun mal nicht über die Mittel eines Elon Musk verfügen, der halt im Prinzip Geld scheißt, und wir sind halt einfach überwiegend arme Leute, vielleicht halt noch aus dem Mittelstand, und haben halt einfach
ganz andere Ressourcen, andere Möglichkeiten. Das heißt, in der absoluten Regel ist es ja so, dass es Geld an revolutionäre Strukturen, Projekte und Organisationen zu geben, ja immer einen sehr direkten Impact halt hat, weil dort dann halt mit Dinge realisiert werden können, die sonst nicht realisiert werden könnten. Und trotzdem müssen wir natürlich auch hier gucken, dass es nicht die Idee von einem revolutionären Dienstleister geben darf, wo man dann einfach nur das entsprechend dann andere Projekte und Organisationen oder Einzelpersonen unterstützt und dadurch dann denkt, okay, jetzt habe ich hier auch meinen Schuldigen getan. Also auch schön, wir freuen uns immer über Spenden und über Tage und es ist halt auch toll, dass es immer mehr wird und das ermöglicht ja auch vieles, wie zum Beispiel hier diese bessere, hoffentlich bessere Klangaufnahme und unser Studio. Aber natürlich hoffen wir, dass wir durch unsere Arbeit eher motivieren, auch selber aktiv zu werden. Das ist immer unser Fokus. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendwann, was ja eine Realität auch teilweise in den USA bei den anarchistischen Podcast- und Livestream-Formaten auch ist, dass es da einfach ja dann viel auch so einen Konsumismus halt gibt, wo die Leute einfach diese einzelnen großen Projekte unterstützen, das vielleicht auch ein bisschen verbreiten oder so, aber selber nicht aktiv werden, das kann halt nicht die Antwort sein, sondern solche Medienprojekte wie jetzt unseres als Beispiel in diesem Bereich dürfen keine revolutionären Dienstleister sein, sondern müssen immer ein Motivator dafür sein, möglichst viele Leute, dass sie selber aktiv werden und selber etwas kreieren. Im Endeffekt, und damit sei die heutige Folge auch abgeschlossen, geht es ja darum, an die Organisationen und Projekte zu spenden, die effektiv dafür kämpfen, dass es irgendwann eine Welt gibt, wo niemand mehr auf Spenden angewiesen ist, wo niemand mehr spenden muss oder sich genötigt fühlt oder sich moralisch irgendwie erhebt oder was auch immer oder darstellt, sondern es eine Welt gibt, in der alle genug zu essen haben, in der es keinen Krieg gibt und wir in völliger Selbstverständlichkeit einander helfen in unserem Alltag. In dem Sinne, lasst uns dafür kämpfen und streiten. Glück auf. Glück auf. Nicht so schnell weg von hier. Wenn du denkst, dass linke, libertäre oder anarchistische Positionen eine stärkere Stimme brauchen, dann überlege, uns zu unterstützen. Das kannst du ganz einfach machen, indem du diese Folge verbreitest. Packe uns auf deinen Social-Media-Kanal, erzähl deinen Freundinnen von unserem Projekt, von unserem Podcast, von unseren Videos. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann unterstütz uns doch einmalig über PayPal oder werde zum Übertage-Ultra und komm in unsere Ko-fi und Patreon-Community. Denn deine Hilfe ermöglicht dieses Projekt. Außerdem sind wir bei der Vorbereitung dieser Folge noch auf ein paar spannende Sachen gestoßen, die sich ebenfalls mit dem heutigen Thema auseinandersetzen. Diese wollen wir dir noch mit auf den Weg geben. Heute wäre das als erstes das YouTube-Video von Then and Now, Mr. Beast, Capitalism and Philanthropy. Das stellt wirklich sehr gut die geschichtlichen Grundlagen der modernen Philanthropie in den USA dar und die dahinter steckende kapitalistische Mythologie. Und zeigt auch sehr gut auf, wie die Philanthropie von Mr. Beast funktioniert. Und als zweites wäre das ebenfalls ein YouTube-Video von John C. Duncan mit dem Titel Effective Altruism, Bourgeois Morality for the 21st Century. Und das ist wirklich sehr gut, um nochmal unseren Part zu effektivem Altruismus und seinen Problemen zu vertiefen. Und ich denke auch recht unterhaltsam. Als drittes, und das ist die zentrale Empfehlung dieser Folge, ist es, dass ihr in unserem Coffeeshop vorbeischaut und möglichst viel Spendengeld da lasst. In der richtigen Stelle, da wo es hingehört bei Übertage. Hier geht das Geld direkt in die richtigen Hände und an revolutionäre Zwecke und es wird nicht irgendwie veruntreut oder irgendwas. Und das ist das absolut Zentrale und das muss bei dieser Folge natürlich nochmal hervorgehoben werden. Also alle ab in den Coffeeshop und werdet Member und so, let's go. Wir haben doch noch ein bisschen PayPal-Guthaben, um jetzt Essen zu bestellen, oder? Sind wir noch online? Das nächste Mal bei Übertage hört ihr uns übernächsten Sonntag und wir sehen euch im Livestream am Mittwoch.